kurzsichtige Leute mit einer Pistole bedrohen, will ich mal als Kurzsichtiger sagen, ist unglaublich asozial. Du weißt nicht, ob sie dir was geben wollen oder ob sie irgendwas in der Hand halten, siehst du nicht. Du bist nicht vorbereitet. Hast du schon mal Brille ausprobieren? Ja, aber die Frau hatte die Brille ja noch nicht an, weißt du, es ist ja das. Da kann ja jetzt Starbuck nichts für. Ja, aber ihr könnt ja sagen, ziehen Sie mal bitte die Brille an. Wir können das noch verallgemeinern. Leute mit einer Pistole bedrohen ist asozial. Also wenn du jemanden mit der Pistole bedrohst oder wenn du jemanden bedrohst, der eine Pistole hat? Ja. Jetzt lachen wir über das. Wir sind gut in Form. Zugleich wird sich gleich schlagartig ändern. Ich befürchte es auch. Hallo beim Zylonsender, heute mit Phil, Ben, Jan, Tim und Mario. Sorry, dass ich mich nicht zuletzt genannt habe. Hallo Mario. Hallo Tim. Hi. Was, der Esel nennt sich immer zuerst. Hallo, hallo. Sowas. Ja, aber hat er ja nicht. Nö, hat er nicht. Du bist kein Esel. Nicht mal das. Ja, wir sind so viele Leute, ich war mir nicht sicher, ob ich nicht schon durch bin mit allem. Und deswegen habe ich dann nicht. Ich dachte, wir haben zwei Teams. Ich bin verwirrt. Ach so? Nee, wir haben noch den Gast, Tim. Hallo, Gast, Tim. Hallo. Was man genau hört. Wow, war das überzeugend. Die er vielleicht mal wieder stutzen sollte. Ich bin Team französischer Cousin. Oh, ich bin Team. Ja, wir sind wieder mal da. Nachdem das mit der letzten Folge urlaubsbedingt ja ein bisschen länger gedauert hat, sind wir jetzt wieder in einem viel besseren Rhythmus. Behaupte ich einfach mal. Ja, jetzt haben wir unseren alten Rhythmus wiedergefunden. Ja. Da hat gerade jemand geflüstert, habt ihr gehört? Das war der andere Tim. Oh, okay. Franzosen schon wieder? Ja, ich war das. Oh, das hört sich so. Oh, ich halte das keine 90 Minuten durch. Das ist wie ein Kellerkind an. Im Podcast sieht niemand, dass du Bauchredner bist. Ich habe auch hier so eine Socke in der Hand. So wie Murdoch bei M80. Du bist so ekelhaft. Ah, nee, das ist so bei Teenager und so. Ja, du meinst wieder was anderes. Ich meinte Murdoch. Ich habe hier eine Socke über Porn. Der Hand. Dann bin ich ekelhaft. Die Internet ist Bob. Born. Die Born-Identität. Da gibt es garantiert auch einen Film, oder? Das Born-Ultimat, Born-Trilogie. Ja, ja. Gibt es auf jeden Fall. Die Born-Verschwörung. Das Born-Ultimatum. Das Born-Vermächtnis. Ja, das haben die sich doch nicht entgehen lassen. Nein, das hätte also wenn nicht, dann jetzt hätte ich mir die Rechte gesichert. Muss dann auch produzieren, mein Freund. Ja, und dann auch ausstrahlen vor allem. Nicht nur produzieren, auch senden. Der wird dann aber richtig ausgestrahlt. Zylonsender.net. Ja. Phil hat eben schon angemerkt, wir haben so lange nichts mehr ausgestrahlt, die Leute laden die Episoden schon wieder hoch. War vorhin irgendwie witziger. Ich weiß auch nicht, das war aus dem Zusammenhang besser. Ja. Oder weil es von dir. Im Zusammenhang besser. Ja, muss man dabei gewesen sein. Zum Glück hat das keine Aufnahme. War hoffentlich so letzte Folge. Oder im Vorgeplänkel. Im Vorgeplänkel. Stimmt, ich habe das aufgenommen. Vielleicht habt ihr es gehört. Dem Vorgeplänkel zu. Heute. In dem wir besprechen. Die Episode. Verdammt, ich bin bei Staffel 1. Sag das nochmal. Komm. Indem wir besprechen die Auferstehung. Episode im Englischen He that believeth in me.
Ach, bitte? Ich habe das ganz so schlecht verstanden. On point. He that believeth it in me. Dann stelle ich mir gleich irgendeine Theaterbühne vor. Kennt ihr den Sketch mit Evelyn Hamann, wo sie diese Ansagerin spielt, die den englischen Titel vorlesen muss? Lord Natürlich kenne ich den. Nicht? Dann müssen wir den auch noch verlinken. Loriot. Loriot, genau. Aber ist Evelyn Hamann alleine, glaube ich, in dem Sketch. Ja, aber es ist in diesem, die haben ja so ein Programm, wo da hat alles im Fernsehen stattfindet. Mhm. Gehabt. Genau. Und sie ist da eine Ansagerin. Früher gab es ja immer diese Filmansagerinnen oder Ansager vorm Film, die so eine kurze Inhaltswiedergabe machen. Und in diesem Film kommen sehr viele THs vor, die sie nicht aussprechen kann. Sir Lothard Blotherblotham oder so fährt mit seinem Auto nach Wicklebith. Und so weiter geht das dann. Gut, das werde ich mir zu Gemüte führen. Wir verlinken das, genau. Ja. Wir lesen Show das Show Note. Genau. Die Auferstehung He That Believeth in Me und ausgestrahlt am 4. April 2008 in den USA zuerst und dann am 15. November 2008 in Deutschland. Das heißt, wir nähern uns so langsam der Ausstrahlung in den USA an. In der dritten Staffel, weiß ich noch, war das ja so, dass das immer so ein Jahr später war. Also jetzt nur noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und genau, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass wir uns jetzt in der vierten Staffel befinden. In der letzten Staffel. In der letzten Staffel. Ja, jetzt kommen wir auch so langsam in Fahrt. Also wirklich in die Bereiche, wo ich es nicht gesehen habe. Also die Folge heute, an die erinnere ich mich noch, aber viel weiter geht's nicht. Ich erinnere mich, dass du das schon mal gesagt hast. Ja, aber ich muss ja jetzt immer das wiederholen. So, ich weiß ja nicht genau, wann der Übergang ist, aber wenn er dann stattfindet, dann weiß ich. Mhm. Also ich weiß nichts mehr. Ich habe alles vergessen von der vierten Staffel. Auch nachdem du jetzt die Folge geguckt hast, oder? Also seitdem? Nein, ich konnte mich jetzt auch nicht wirklich dran erinnern, muss ich zugeben. Ein, zwei Szenen auf jeden Fall. Aber man rät so lange, okay, so als hätte ich es noch nie angeschaut. Ich meine, ich finde es eh gut so. Mhm. Okay. Also, Regie führte Michael Reimer, Drehbuch Bradley Thompson und David Weddle. Kennen wir alle schon diese Namen. Interessanterweise fällt mir gerade ein, kein Ronald D. Moore mehr. Der hat auch, das haben wir gar nicht gesagt, in der dritten Staffel nicht die letzten beiden Folgen gemacht am Scheideweg. Sonst hat er ja schon mal immer so die erste und die letzte selbst gemacht. Aber bei in der zweiten Staffel war das auch nicht so. Aber der war doch schon die ganze Zeit. Der ist der Showrunner, ja. Produzent, oder? Nicht, ja. Genau, ja. Die letzten Folgen der vierten Staffel sind von Ronald D. Moore. Das wäre auch traurig, wenn nicht. Mhm. Also er hat den Anfang und das Ende gemacht. Genau, und zwischendurch hat er irgendwann mal Regie geführt. Das Alpha und das Omega. Der Alf und der Omega-Mann. Mhm. Das gibt's auch als Computerspiel, oder? Habe ich das mit dem Rasenmähermann verwechselt? Ich glaube, ich habe das mit dem Rasenmähermann verwechselt. Bestimmt auch den Rasenmähermann als ein komisches Computerspiel. Ja, ich erinnere mich, dass Simulator. Das in irgendeiner Spielezeitschrift mal drin war. Der Rasenmäher-Simulator. Der Rasenmähermann bei der Spielezeitschrift. Das Spiel halt zum Rasenmähermann. Das kaufe ich mir. In den 90ern. Kein Wunder, dass Computerbildspiele pleite gegangen ist. Gibt's das nicht mehr? Nee. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste auch nicht so richtig, dass es das gab. Computerbildspiele? Wusstest Kein du Wunder, nicht? Dass es pleite gegangen ist. Ich habe mir das früher oft gekauft. Die hatten immer Als so Kind habe ich Spiel-CDs. Die auch gelesen, ja. Interessant. Gelesen habe ich es eigentlich nie. Ich habe mir immer nur diese CDs dann. Gut. Okay. Ist ja gut. Reden wir heute über die Auferstehung. Wer steht denn auf? Das kann uns Phil in der Zusammenfassung verraten. Kein Problem. Starbuck. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt. Ja, also es gibt im Wesentlichen, würde ich sagen, zwei Handlungsstränge. Den einen kann man noch ein bisschen unterteilen, wenn man das möchte. Aber ich mache es jetzt. Ihr werdet alle sehr überrascht sein, ein bisschen knapp.
der Haupthandlungsstrang ist eben, Starbuck taucht plötzlich völlig überraschend wieder auf, während eines Zylonenangriffs auf die Flotte. Die ganze Truppe ist irgendwie misstrauisch, ob Starbuck vielleicht ein Zylon ist oder trauen der auf jeden Fall alle nicht so richtig, weil sie so Dinge erzählt, wie dass sie nur ein paar Stunden weg ist. Dabei waren es wohl irgendwie Wochen oder Monate. Unterstützt wird dieses Misstrauen noch davon, dass die Zylonen ihren Angriff auf die Flotte irgendwann einfach abbrechen, was da von der Flotte natürlich keiner mitbekommt, liegt es eigentlich daran, dass die angreifenden Jäger Mitglieder der Final Five da identifizieren und anscheinend so eine Routine drin haben, dass sie die nicht töten dürfen. Und deshalb ziehen die sich alle zurück. Starbuck behauptet, dass sie die Erde gefunden hat und die Flotte jetzt eben dahin führen möchte. Wie gesagt, trauen die Leute ja aber nicht so richtig und springen dann lieber in irgendeine andere Richtung. Da kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern, wo die hinspringen. Und am Ende der Folge ist Starbuck dann etwas ungehalten darüber, dass ihr da keiner glaubt und begibt sich mit einer Schusswaffe in das Quartier und bedroht die Präsidentin. Das ist so der Haupthandlungsstrang, würde ich sagen. Und die kleine Nebenhandlung ist, wie es mit Balta weitergeht nach dem Freispruch in seinem Prozess. Anscheinend hat sich so eine Art Kult irgendwie gebildet von Leuten, die... Es wird noch nicht so richtig klar, ob die jetzt wirklich Balta anbeten oder nicht, aber die haben irgendwie auf jeden Fall so einen kleinen Schrein da errichtet mit Fotos von ihm drauf und ich behandle ihn wie so ein teilweise vielleicht übermächtiges Wesen, bringen ihm irgendwie Kinder, damit er sie, wie heißt das, segnet. Ja, also das ist so der Weg, den Balta jetzt erstmal beschreiten wird anscheinend. Ja, gut. Ich habe nur eine Sache zur Zusammenfassung zu sagen mit der Routine der Jäger. Die haben ihren freien Willen und die erkennen, dass da einer der Final Five ist. Und dann entschließen die sich wohl nicht mehr zu kämpfen. Das kannst du ja nicht wissen, ob die sich entschließen. Doch, oder das ist ja der Grund, warum sie nachher, sie verweigern ja den weiteren Kampf. Und deswegen werden sie ja, das kommt ja, glaube ich, auch in der Folge vor, sollen sie ja verstümmelt werden, lobotomisiert werden. Das ist die nächste Folge. Das ist die nächste Folge. Scheiße. Und in der nächsten Folge gibt es auch noch einen ganz deutlichen Hinweis darauf, finde ich, dass sie eben keinen freien Willen haben. Echt? Aber es, ja. Du darfst aber nicht die Jäger und die Centurios über einen Kamm scheren. Die sind zwei unterschiedliche. Doch, die dürfen aber was das angeht schon, die dürfen nämlich beide keine Zylonen umbringen. Also keine Mensch, ihr wisst schon, keine Special-Modelle töten. Also, da will ich jetzt ein Zitat bringen, weil ich sagen, die Centurios haben keinen freien Willen, doch jetzt schon. Und also so wie du den Raidern den freien Willen nimmst, haben wir den Centurios den freien Willen gegeben. Ja, genau. Das ist ja kein Widerspruch zu dem, was ich sagte. Die befinden sich ja die ganze Zeit auf so einem begrenzte Autonomie. Level, würde ich sagen. Das ist so die Standardeinstellung, wo die unterwegs sind. Ja? Die Jäger. Und da, ja, und die Centurios auch. Ja, aber ich... War, aber das dass kommt die doch alles jetzt in der nächsten Folge. Ja, genau. Ja. Aber jetzt sind wir blöderweise drin. Aber sie sagen dann schneiden ja, wir es in die andere Jäger Folge rein. Eigenständig sagen, wir machen das nicht. Wir machen einfach eine große Doppelfolge.
Ist ja auch egal. Also eigentlich finde ich es wichtig, dass man es unterscheidet, weil diese ganze freie Wille und Eigenbestimmung ja. Ich bin aber nicht der Meinung, dass sie das frei entscheiden, sondern dass ganz klar ist, dass ab dem Moment, wo die da jemanden von den Final Five in Gefahr bringen, fährt das Notfallprogramm und sagt, stopp, weg, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Aber warum dann lobotomisieren? Weil. Und warum lass uns, Jäger der, und lass uns doch in der nächsten Folge. Lass uns in der nächsten reden. Folge. Genau, weil das erst in der nächsten Folge geklärt genau. wird. Ah, danke, Mario. Das hat ja noch niemand gesagt so, bisher. So wie wir es vor 10 Minuten gesagt haben, Jan. Ja, es deswegen musst du es nochmal wiederholen. Nein, Psst, Punkt, Punkt, nein, Punkt. So, jetzt habe ich leider den Faden verloren. War die Zusammenfassung fertig oder habt ihr mit ja, ja. fertig? Gut. Also ja, ja. von meiner ja. Seite her zumindest. Die war jetzt ja halt doch viel länger, als ich eigentlich dachte. Okay. Gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Starbuck ist zurück. Yay. Wie finden wir das? Komisch. Gut, das haben wir schon im Staffelfinale gesehen. Gut, dann nächste Frage. Wie findet es denn die Galactica-Crew? Auch komisch. Gemischt. Gemischte Gefühle. Ja, kommt, glaube ich, drauf an, wen du fragst. Ja. Fragst du nämlich die Präsidentin? Yeah. Genau so hat sie Dama. Yeah. Yeah. Geil. Fragst du bald da? Keine Ahnung. Naja, eigentlich sind es ja nur die beiden Adamas, die ihr freundlich gegenüberstehen. Naja, und Anders natürlich. Nein, und Hilo. Mhm. Und Hilo. Weil Hilo einfach allen gegenüber freundlich ist. Das stimmt. Ja. Ist einfach ein guter Kerl. Ja, Hilo ist der Held. Eigentlich ist ein Hero. He-Man müsste er heißen. Das heißt, sieht auch ein bisschen so aus. Wird immer japanisch ausgesprochen, weil sie kein R können. Hilo. Hilo. Das ist sehr rassistisch. Oh. Schneidest du ja raus. Was erwartest du von einem Österreicher? Wow. Zack, wieder ein Hörer weg aus Österreich. Okay. Ich? Ja, genau, du. Ja, also sind sich natürlich alle so ein bisschen unsicher, weil das ja nicht sein kann, was da gerade passiert. Ja, sie haben ja auch, wie Phil gesagt hat, dieses zeitliche Loch sozusagen, weil sie war ja der Meinung, warum drehen hier gerade alle am Rad? Ich war doch nur, keine Ahnung, 3 Stunden weg oder so. Aber in Wirklichkeit war sie ja über 2 Monate weg. Ich habe ja so. Ja, und es kommt doch auch noch irgendwie dazu, dass ihr Jäger irgendwie so fabrikneu. Der ist fabrikneu und hat gar keine Navigationsdaten drauf. Ja, und das lässt sich ja schon alles ein bisschen. Genau. Ein bisschen wie für diesen Moment quasi geschaffen worden. An. Genau wie sie. Sie hat halt ja, Zeit gebraucht, um zu wachsen. Ich habe ja die ganze Zeit an Lichtgeschwindigkeit gedacht. Wahnsinnige Geschwindigkeit? Ich brauche mehr Details. Naja, und dadurch, dass sie mit Überlichtgeschwindigkeit gereist ist, vergeht für sie die Zeit langsamer. Genau. Und deswegen hat es für sie nur 6 Stunden gedauert und für die anderen. Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Das ergibt sogar ein bisschen Sinn. Ja, es würde dann ein bisschen Sinn ergeben, wenn die nicht die ganze Zeit mit Überlichtgeschwindigkeit reisen würden, nämlich immer, wenn sie einen FTL-Sprung machen. Ja, aber das ist ja bestimmt wieder so ein komisches, ja, wir reisen ein Loch in die Universum, nicht, sondern sie falten ja das Universum um sich herum. Ja. Und sie sind ja die meiste Zeit nicht im Event Horizon. Ja, genau. Mit dem leichten Flug. Die ganze kürzeste Zeit Verbindung zwischen 2 Punkten ist nämlich ein Loch. Null. Ach so. Null. Null. Das ist genau das, was ich immer in meine Steuererklärung eintrage. Null. Ausgaben? Schwarz oder rot? Die schwarze Null, natürlich. Die ist unumstößlich. Auch wenn er in der Schweiz ist, ist er immer noch Deutscher, ja? Ja, aber jetzt gibt es nur eine schwarze Null. Ach so. Genau. Nichts anderes. Da kann kommen, was wolle. Klimawandel. Ja, Weltuntergang, scheißegal. Wir machen schwarze keine Schulden. Null. Auf der schwarzen Null werden wir. Naja, aber in 1-2 Jahren wird da draus vielleicht eine grüne Null. Man weiß es ja nicht. Dann meinst du, ist jetzt eine schwarz-rote Null? Mhm. Ah, okay. Dann ist ja wieder neutral. Hebt sich das gegenseitig auf? Ja. Schwarz und rot hebt sich auf. Ja, wenn man das als Farbenlehre mit Tim negativ und positiv betrachtet. Politische Farbenlehre mit Tim. Wie es bei der Null gemeint ist, auf jeden Fall. Ja. Aber da habe ich immer entweder grün oder rot im Online-Banking. Verstehe. Das stimmt. Ich auch nicht kapiere, ne? Grün-Rot-Schwäche.
Da denken die Leute, oh, ich habe 500 Euro auf dem Konto. Und die sehen halt das Vorzeichen. Deswegen steht dann noch, hat es auch eine Minusschwäche. Plus Minusschwäche. Ich bin Optimist. Das Minus ist nur ein halbes Plus. Genau. Oh Gott. Das ist also Mario, halb gut, euch den Witz, warum Schweiz besser ist als Österreich? Jetzt sind wir ihr habt Fall Plus, abgedrückt. Ihr habt Minus. Verstehe ich. Wahnsinn. Plus habe ich verstanden wegen der Flagge, aber das Minus habe ich nicht verstanden. Ja, wahrscheinlich. Das ist die österreichische Flagge. Ach, so, weil da auch nicht drin ist. Ah, Vermisst der Witz nicht? Nee, von den Schweizern, ja, oder? Aber du hast ihn verbreitet. So scharfsinnig, Mario. Ich weiß. Danke. Jan, du darfst nicht immer alles im Internet teilen, was du hörst. Da kann ich jetzt nichts zu entgegen. Das stimmt einfach. Kennt ihr den Witz vom Schweizer Blitz? Nein. Okay, dann machen wir weiter. Jetzt bin ich aber neugierig. Bin ich aber auch gerade ein bisschen verwirrt. Das ist... Starbuck. Okay. Wird getestet. Genau. Wo endlich nochmal Referenz genommen wird auf den Test, den Dr. Balter irgendwann mal kreiert hat. Ja. Waren auch gesagt, mit der Atombombe. Zuverlässig ist er ja nicht. Das haben die extra gesagt, oder? Das haben doch hier unsere neuen Zylonen gesagt, damit sie sich da schon mal gleich rausstehlen können, falls sie mal getestet werden. Ja, oder es kam raus, dass Boomer hat sich ja mal testen lassen und da hat Balter ja gesagt, negativ. Und vielleicht wissen die das alle mittlerweile. Also der Test hatte ja funktioniert. Der Test hat ja funktioniert, aber genau. Er hat gelogen. Aber das wissen die anderen ja nicht. Nee, die anderen wissen es nicht. Deswegen sagt ja Colonel, also vielleicht deswegen sagt Colonel Ty, so zuverlässig ist der ja nicht. You know what I mean? Ja, sie wurden ja auch alle getestet, aber gehe ich mal ganz stark von aus, aber da hat er anscheinend nicht angeschlagen. Oder Balder hat das auch alles unterschlagen und wir haben es halt nur nicht gesehen, weil es off-camera passiert. Oh, das fände ich jetzt aber wirklich interessant. Es kam ja eh immer das raus, was er gerade wollte. Final Five passiert. Ja, also die sind doch bestimmt. Ja, der Test hat einfach nicht so zuverlässig funktioniert. Das war halt so eine, war doch mal wieder nur so eine Balter, ich muss schnell ein Kaninchen aus dem Boden ziehen Nummer. Das kommt davon, wenn du so ein Omni-Gelehrter bist. Der ist ja auch noch Mediziner anscheinend. Der ist bestimmt Bioinformatiker. Was? Mimikry? Ja, das ist. Die versuchen ja auf jeden Fall noch so ein bisschen Unsicherheit auf Starbuck, zumindest habe ich das so wahrgenommen, zu streuen, indem sie auch mehrere Szenen gibt, wo diese vier der Final Five so Episoden haben, wo sie. Den Tai hat doch so eine Vision, in der er Adama erschießt und Anders während des Raumkampfs. Hat er ja auch so Momente, wo er sich ganz unsicher ist, ob er jetzt überhaupt doch die Kontrolle hat oder ob er schon als Zylon jetzt irgendwelche Dinge tut, die er eigentlich gar nicht möchte. Ich fand das ein sehr schön cineastisch aufgebautes, also diese Halluzination von Tai. Er schießt Adama ja ins rechte Auge. Genau das Auge, was auch ihm genommen wurde von den Zylonen. Okay. Da war ich auch kurz erschrocken, denn ich wusste nicht mehr, ist das jetzt richtig so oder ist das nicht so? Was war das? Jetzt ist der Schweizer Blitz endlich eingeschlagen. Wow. Bist du das? Das ist typisch Schweiz, weißt du, so ein Aufbau und dann nichts dahinter. Okay, weiter. Achso, ich wollte auf Phil eingehen, die Szene im Weltraum mit Anders. Du meinst, weil er sich hinterher fragt, ob er, weil er nicht abgedrückt hat, oder? Ja, weil er irgendwie seine Waffen gesichert waren und es gab auch zwischendurch so Schnitte, finde ich, die angedeutet haben, dass er vielleicht doch jetzt kurz auf irgendeine seiner Kollegen zielt. War ja generell ein bisschen neben sich. Er hat ja auch immer wiederholt. Ja, aber du kannst dir das ja auch alles so erklären, dass er sich da jetzt einfach selber irgendwie reinsteigert und so, genau. So neben der Spur ist, dass es einfach nur seine eigene Und die anderen erklären es sicher damit, Nervosität, weil er totaler Anfänger ist im Cockpit.
Und ja, deswegen, und es kann ja auch sein, dass er einfach vergessen hat, seine Waffen irgendwie zu entsichern. Ja. Und also ich meine, ganz, ganz klar spielt da beides rein. Du wirst als Schläfer oder lernst, dass du ein Schläfer bist und weißt dann nicht, musst plötzlich gegen deine eigentlichen Artgenossen kämpfen, weißt nicht, dass er da neben der Spur ist, kapiere ich voll und ganz. Diese Szene fand ich auch, also ich fand sowieso die Raumschlacht allgemein fand ich echt gut. Und auch diese Szene, wo die war glaube ich auch in Zeitlupe, wie dieser Raider sich so dreht zu Anders und dieser rote Kit-Streifen dann auch bei Anders im Auge so eine Reaktion auslöst. Ja, genau, der Moment, wo der Raider dann sagt, okay, Blink. Du bist einer von uns. Ja. Und dann fährt das Visier runter und dreht ab. Und dann auch alle anderen Raider. Genau, und da sind sich jetzt die Zylonen halt auch nicht sicher, warum das passiert. Und das könnte ja auch mit Starbucks auftauchen zu tun haben. Habe ich gesagt, die Menschen sind sich nicht sicher. Ja, weil ich dachte, Moment, was? Ja, die Menschen sind sich nicht sicher, warum das. Sie sind halt sehr verwirrt, dass das passiert. Weil muss man ja dazu eigentlich sagen, völlig die klar waren war. Auf dem Präsentierteller. Die konnten noch nicht wegspringen, weil irgendwie die Systeme runtergefahren waren. Und das hat hätte es 20 Minuten gedauert und sie waren dabei, ein Schiff nach dem anderen zu verlieren. Sie haben sogar eins verloren, 600 am Stück. Mhm. Fand ich nett, dass die Präsidentin direkt wusste, wie viele Seelen auf diesem Schiff nun verloren gegangen sind. Ja, das sind alles Wähler. Oh, die haben für Sarek gestimmt, Gott sei Dank. 600 weniger, puh. Und als sie sich noch fragen, sagt ja, wie heißt die Präsidentin? Roslyn. Nein, die, ich meine, wie heißt die Assistentin der Präsidentin? Tori, genau. Tori. Sagt ja Tori noch so als Erklärung, vielleicht hat sich was geändert. Oder was, vielleicht hat sich die Situation verändert. Ja, schaut Tai so völlig unauffällig an. Keine Ahnung, ich war einfach geändert. Ich hatte einfach so ins Blaue drauf. Alles. Ich habe aufgehört zu trinken. Ich bin nicht hier, um zu denken. Ich bin hier, um zu lenken. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Auch der Blick von Kreis. Weil der blickt ja die ganze Folge komplett schockiert rein. Ja. Also, aber halt die Klappe, du dumme Kuh. Hat nur gefehlt, dass er da noch so übertrieben pfeifend von der Brücke runtergeht. Ich habe mein Herz angelassen. Ich habe nicht auf sie geschossen. Ich habe nie auf ihr geschossen. Es gibt ja dann später noch so eine andere Szene, die auch so eine Anspielung ist in Richtung ich bin ein Zylon. Lass mich ja, hier raus. Ich habe drauf gewartet. Nein, ist die Szene, wenn Anders und Starbuck vor der gefallenen Wand sind. Und ja, da musste ich so lachen. Was? Wieso? Obwohl ich es eigentlich nicht sollte. Ja. Weil die reden ja, erzähl du, warum soll ich es erzählen? Na, ich wollte nur das erzählen, dass Anders dann Starbuck irgendwie trösten wollte, indem er sagt, es ist ja ganz egal, wenn du ein Zylon bist, dann warst du schon immer ein Zylon und so weiter. Ich würde dich trotzdem lieben. Genau, und es ändert nichts an deiner Persönlichkeit, wie du bist. Und dann sagt Starbuck nur so, und das macht er ja, trocken. Das macht er ja auch so mit dem Hintergrund, weil er ja genau in dieser Situation ist, um sich da selbst zu bestätigen. Und dann sagt sie halt als Antwort darauf nur, tja, sei ist froh. Ist ein sehr viel besserer Mensch als ich. Genau, weil wenn ich raus bin, oder dass du ein Zylon bist, würde ich dich sofort erschießen. Close-up auf sein Gesicht. Ich fand das einfach. Ich fand das leider sehr lustig, diesen Wortwechsel. Ja, aber halt auch nochmal, um das zu zeigen, dass die sich jetzt die ganze Zeit damit beschäftigen. Tori, er und auch der Chief. Ich glaube, mit dem Chief gibt es zwischendurch auch mal was. Ich war verwirrt, weil jetzt haben dann Chief und Kelly nicht ein zweites Hybridenkind? Oder läuft das irgendwie anders, weil nur die Mutter Zylonin sein kann? Ja. Da haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal drüber geredet, dass wir uns das jetzt einfach so hinreden, dass es drauf ankommt, wer die Mutter ist.
Okay. Ich glaube, die haben da einfach nicht drüber nachgedacht. Ja, deshalb drehen wir uns das ja auch so hin. Wir können ja mal dumme Serie. Ronald D. Moore anchatten. Frag ihn mal eben gerade, ja. Schick ihm mal bei WhatsApp eine Nachricht. Twitter? Der hat sicher viel Zeit. Twitter hat er auf jeden Fall. Twitter? We are a German podcast from the Zylon Sender. We have a question for you. Can you please answer? Hello, please answer it. And don't jump in the wrong direction. Like the Battlestar does. Der freut sich bestimmt, dass ihn Leute immer nur auf Battlestar Galactica ansprechen und alles andere völlig ignorieren, was er in seiner Karriere so gemacht hat. Er hat was anderes gemacht? Schaue ich mir nicht an. Bestimmt. Next Generation. Bisschen Next Generation und Deep Space Nine vor allem. Ach, echt? DS9? Beste Star Trek Serie überhaupt. Endlich mal jemand, der es genauso sieht wie ich. Schaue ich gerade zum ersten Mal und ich bin ein totaler Fan. Ja, ist sehr schön. Vor allem Quark und Odo zusammen. Ja, best Buddies. Und der Schneider ist gut, der kardassianische Schneider. Oh, das ist mein Lieblingscharakter, Garak. Garak, so heißt er, genau. Okay, zurück zur anderen Wannity. Zurück zu Lost. Da könnte ich ja auch mit ihm über DS9 reden. Ja, siehst du? Wunderbar. Dann antwortet er bestimmt. Ja, Starbuck kriegt er irgendwie immer noch jedes Mal, wenn die Flotte springt, so unangenehme Kopfschmerzen und vergisst, wo die Erde ist, immer so ein bisschen. Ja, weil die immer in die falsche Richtung springen. Sie sind ja vorher an so einem Kartentisch und Gator ist total abgefuckt, weil sie nicht mit irgendwelchen harten Daten zu Rande kommt und auch da versucht, wie heißt noch der gute Mann? Jetzt ist er mir entfallen. Hilo, ja genau. Noch zu vermitteln, dass es ja nicht so einfach ist und Starbuck sagt, es funktioniert so nicht. So funktioniert Navigation nicht. Es ist ein Gefühl. Ja, und wenn man halt, das Gefühl wird schwächer, je weiter weg sie von der Erde springen, anscheinend. Mhm. Das hat mich an diese Akte X-Folge erinnert, wo der Mann immer große Kopfschmerzen bekommt. Mit dem U-Boot, war das das? Mit diesem U-Boot? Weiß nicht, der Mulder fährt ihn dann mit dem Auto am Ende Richtung Meer und dann irgendwann platzt ihm einfach der Kopf. Ja, das ist das, wo diese U-Boot-Sende, diese langen Antennen da liegen. Genau, das war das. Ja, das kenne ich auch noch. Die irgendwie paar hundert Meter lang sind oder paar Kilometer lang, diese Antennen. Ja. Wegen große Wellenlängen, kleine Frequenz, damit es durchs Wasser geht. Infraschall. Ja. Ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben das irgendwann ganz am Anfang des Podcasts schon mal besprochen, aber Ronald D. Moore hat an Next Generation schon mitgearbeitet. Der hat sogar mit Brendan Braeger die letzte Folge geschrieben, heute, gestern, morgen. Und hat dann tatsächlich Deep Space Nine zum großen Teil ab der dritten Staffel gemacht. Okay, das sind jetzt aber alles Dinge, die er vor Battlestar Galactica gemacht hat, genau. Oder? Und bei Voyager ist er dann ausgestiegen. Das heißt, danach hat er nichts Großes mehr gemacht. Doch, der macht ja jetzt gerade diese Serie, haben wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen, die auf dem neuen Apple-Sender laufen soll, wo es um diese Weltraum-Race into Space geht, bei dem die Russen zuerst auf dem Mond waren. Ich habe vergessen, wie es heißt. Das gibt's ja auch noch. Das klingt aber interessant. Ja, das soll irgendwie Ende des Jahres kommen. Ein Moment der Stille. Ja, gut. Zu den Kopfschmerzen gibt es ja nicht so viel zu sagen. Ja. 2 Monate vergangen, seit sie verschwunden ist. Und bei ihr waren es halt nur 6 Stunden, hat sie dann gesagt. Also ich wollte es einfach mal ansetzen, bevor wir wieder weiter über Star Trek reden und so. Oh. Entschuldigung, Phil. Die Viper wird dann nämlich auch durchgecheckt vom Chief und vom Admiral und so weiter. Und da kommt halt drauf, ja, erstens ist einmal die Viper super, super sauber. Ich glaube, so schön war eine Viper noch nie in der Serie. Das hatten wir schon. Hatten wir schon? Achso, ja, ich war nämlich ganz kurz nicht... Aber netter Versuch, Mario. Schade, na gut. Bist du vielleicht zum Teil Schweizer? Der Schweizer Blitz. Vielleicht ist er auch mit Lichtgeschwindigkeit gereist. Ach so, dann gibt es mir einen Anhaltspunkt, dann kann ich vielleicht weitermachen. Wo wir sag doch einfach mal noch was so zur letzten Szene von Starbuck, was so nach den Kopfschmerzen jetzt kommt. Genau, dann haben wir die Starbuck nämlich durch. Ist ja der Kopfschmerzen? Ja, weil die weggesprungen sind in die falsche Richtung. Das passiert ja ein paar Mal. Das passiert ja auch direkt.
an der Szene, wenn sie mit Anders vor der gefallenen Wand steht. Da können wir weitermachen. Ja, genau. Ja, ach so, ja gut, dann stimmt, wir wissen natürlich, wo die Präsidentin ist, weil sie packt es nicht mehr, dass es wieder gesprungen wird, und zwar genau in die falsche Richtung, also weg von der Erde, wie sie behauptet. Schaltet mal ein paar Marines aus und stürmt in das Quartier, eigentlich vom Admiral, ja, das ist ja nicht ihr Quartier. Und ja, richtet ihr einfach eine Pistole ins Gesicht. Denn da hausiert die Präsidentin ja, solange ihre Behandlung noch weitergeht. Genau, das weil das auf dem Schiff stattfindet, ja. Ja, das war dann die Haupthandlung. Also bei ich fand das aber cool mit der Szene, also wie sie das gemacht hat. Ja, das kam auch überraschend, also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hatte schon ein bisschen Gänsehaut. Ich habe es auch gesehen in der Szene, in dem Flur, wo sie da vor dieser Fotowand stehen und Starbuck dann das erste Mal diese Kopfschmerzen bekommt durch den Sprung. Da sieht man dann wieder dieses, also wie der Sprung quasi stattfindet. Das haben wir, glaube ich, zuletzt im Pilotfilm oder so gesehen. Wie der Bildschirm so verzerrt, dieses komische, ich kann es nicht genau mit Worten beschreiben, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Dieser, ja, stimmt, dieser am Anfang Effekt, waren die auch dass alles so in die Länge gezogen wird. So ja, das ist so wie das bei Stargate auch war, wo sie am Anfang noch immer gezeigt haben, wie spannend es ist, durch das Stargate zu gehen und irgendwann ist einfach weg. Und jetzt haben sie es halt nochmal eingebaut, weil ansonsten hätte man das ja wahrscheinlich gar nicht gemerkt in diesem Flur. Irgendwie mussten sie ja darstellen, dass die genau in diesem Moment springen. Ja, und am Anfang waren sie auch alle ist immer noch so irgendwie mit der Kamera davon. Hinfahren und rauszoomen oder andersrum. Mhm. Oder andersrum, geht beides. Fand ich auf jeden Fall eine nette Geste, dass man das nochmal gesehen hat. Okay, zurück zu Balta und seinem Harem. Du meinst Orden? Genau, den hab ich doch gesagt. Bis jetzt ganz verschwiegen, gell? Das ist die Nebenhandlung. Ja, die andere Handlung. Die Religion hat eine Voraussetzung, du darfst keinen Penis haben. Doch einer muss einen Penis haben. Einer darf einen Penis haben. Habt ihr das waren ja aber nicht nur Frauen. Ist das so? Nein, da waren auch Männer dabei. Da waren auch Männer. Die habe ich nicht gesehen. In Walters Religion ist es auf jeden Fall mehrheitlich so. Aber die Gläubigen, die seine Nähe suchen, waren auf jeden Fall alles Frauen. Ja. Und tatsächlich waren es auch, wenn man es mal gesehen hat, waren das alles weiße Personen um ihn rum. Ist mir aufgefallen. Keiner reagiert. Sehr gut, nee. Jan. Ich habe auch nicht verstanden. Was war? Ich habe nicht mal zugehört. So Podcast du also, meine Güte. Walter sieht also auch so nur, wenn du raus wie Jesus. Es wird mal Zeit, dass wir hier eine Intervention machen. Willst du jetzt einmarschieren in Österreich oder was? Ja, einmal andersrum bitte. Die Schweizer Grenze Marine. Steht offen. Das könnt ihr dann am Boys Day machen oder wie das heißt. Beim Knabenschießen. Ach, Knabenschießen. Auf Knabenschießen. Habe ich das mit diesem Titel der Serie verwechselt? Egal. Ja, es gibt sich nicht viel. Okay. Und gleichzeitig noch mit dem Girls' Day. Aber ich weiß gar nicht, was man da so viel dazu sagen soll, außer dass sich da halt anscheinend so ein kleiner Kult irgendwie entwickelt hat, die alle auch der Meinung sind, dass es nur einen Gott gibt. Und Balta weiß ich noch nicht so richtig, wie die den da einsortieren, ob der so eine Art Prophet ist oder selber irgendwie Gott. Auf jeden Fall ist er halt wichtig und sie trauen ihm übernatürliche Dinge zu. Und wollen deswegen alle mit ihm schlafen. Er schneidet sich noch beim Rasieren, da können wir noch drauf eingehen. Das ist so geil. Ja, mit diesem Typen, den ich auch immer verwechsel mit dem anderen, der aber auch schon lange tot ist. Das sieht irgendwie so ähnlich aus wie einer, ja, der irgendwann mal in der Serie war. Der war, glaube ich, so im Umfeld von, wie heißt dieser Gangster-Präsident? Ich bin so schlecht. Tom Zarek? Zarek, ja genau. Der hatte, glaube ich, irgendwann mal einen Handlanger, der so ähnlich aussah wie der. Gangster-Präsident. Ach so, ja, der auf den Planeten erschossen wurde dann. Ja. Du meinst Connor, der auf dem Planeten. Stimmt, meine ich Connor. Ja, der ist im Widerstand. Ach Quatsch, Mario, ja, Ben, klar, du bist Connor. So gut, ey. Der erschossen wurde, war doch der Vater von Dexter. Genau. Und Lord Raiden in Mortal Kombat. Okay. Ja, genau. Lord Raiden war, ja. Ja, war ja, Lord Raiden. Und jeder war mal Lord Raiden. Wie auch immer. der du meinst das andere, ja jetzt tatsächlich. Balta umzubringen, weil
weiß ich auch nicht mehr, irgendwas mit ja, seinem Sohn ist gestorben. Tod, weil Baldas ja. Polizei ihn erschossen hat. Ah, ja. Baldas Polizei, das ist auch schön. Und Baldas, Baldas Kultfrauen sind aber äußerst krass drauf. Ja, ein Bodyguard quasi. Ja, aber wie? Also die ich weiß nicht mehr, die reißt doch irgend so ein Rohr aus der, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Und trimmert ein bisschen auf ihn ein. Zermatscht den, ja. Aber er schaut doch zu, was sie macht. Der macht gar nichts, er schaut doch zu, bis es zulässt. Ja, er Walter, er ne? ist ja so prophetisch nein, nicht, unterwegs und sagt, nein, nicht Walter, der Angreifer. Ach so, das meinst du? Das war der Angreifer, das war so idiotisch, die Szene. Ach stimmt, die waren ja zu zweit. Ja. Der eine hat ja die Frau festgehalten und Connor genau. wollte ihm die Kehle durchschneiden. Ja, nein, genau. nicht festgehalten, sondern er hat sie gewürgt und die war schon in der Luft. Die war 5 Zentimeter über dem Boden schon. Ja, der war, hat sich halt so konzentriert auf das, was Balta ihm gerade gesagt hat. Ah. Der Prophet, du der musst Prophet. Schon, du musst schon genau hingucken, Mario. Wow. Aha. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da fehlt ja noch ein bisschen von der Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist ja... Hast du gerade gesagt, wir haben was vergessen? Ja. Ja, ich ja auch. Die Vorgeschichte ist ja, dass Balta, ihr habt es schon gesagt, so als Prophet sich auftut und in diesem Harem wird ja dann bringt dann irgendwann eine von den Frauen ihren Sohn, der ist 7 oder so, auch bringt da rein, der ist krank. Da sagt sie noch so, he is viral infected. Und dann sagst du aber bald, was? Viral infected? Dann sagt sie, kann man ihm noch helfen? Nicht, wenn es viral ist, sagt er. Oder ist okay. Genau. Der Doktor ist halt auch Arzt. Ach so. Ja, genau. Weiß ich nicht. Vielleicht denkt er, es ist ein Computervirus. Könnte ja auch sein. Not if it's viral. He may have worms and Trojan horses. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur die Frage stellen, da gibt es ja dann die Szene, wo er nachts aufwacht und der Junge liegt da und der spricht dann so zu Gott und betet sozusagen für ihn und sagt, er soll doch lieber ihn töten, anstatt den Jungen. Und für mich hat das sich jetzt irgendwie ehrlich angefühlt oder glaubt ihr, das war inszeniert, weil er wusste, dass die oben zugucken? Würde zumindest nee, ich nicht glaub, das, ich glaube, das war ehrlich, weil zu dem, der ihn dann später umbringen will, sagt er ja auch, ist auch bitte ehrlich. Bring mich um. Ja, genau. Ich habe den Eindruck, dass er am Anfang das so ein bisschen also einfach mitmacht, weil die ganzen Mädels daran glauben und er bei denen sicher ist, aber mit der Zeit anfängt selber diesen Scheiß zu glauben. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, nee? Balta springt doch einfach immer zwischen diesen Extremen hin und her. Alles ist furchtbar und niemandem ist jemals so viel Leid zugestoßen wie ihm und er ist der größte Kerl aller Zeiten und nur er kann alles ins Lot bringen. Und hier jetzt gerade, der will da ja eigentlich weg. Und die sagen ihm ja, nee, sorry, es gibt keinen anderen Platz. Und dann springt er ja, glaube ich, so in diese Ecke mit, das ist alles so furchtbar, ich will nicht den Rest meines Lebens hier in diesem Lagerraum verbringen und lieber Gott, erlöse mich doch von meinem furchtbaren Dasein. Dem geht's da auch nicht um den Jungen. Ja. Also er ist nicht wirklich gläubig. Ja, aber ihr meint auch nicht inszeniert. Nee, nicht inszeniert. Aber halt einfach wieder Selbstmitleidstrip. Mhm. Ah, also, aber warum sagt er, nimm, ach so, weil er einfach keinen Bock mehr hat, sagt er, nimm mich. Ja, weil es ja keinen Menschen im Universum gibt, dem so übel mitgespielt wurde wie ihm. So aus seiner Sicht. Aber dieses narzisstische. Weil das nicht zu ertragen ist. Weißt du, er ist ja eigentlich so ein großartiges Genie und er hat es nicht verdient, so dahin zu existieren. Und deshalb soll Gott ihn lieber von seinen Leiden erlösen. Ich hätte er gedacht, kann ja nicht so leben wie dieser gewöhnliche Pöbel. Ja, eben. Und deswegen hätte ich gedacht, dass er dann das annimmt und sagt, gut, dann bin ich jetzt auch Vollblutprophet und sagt, nimm mich, obwohl er weiß, dass das eigentlich Bullshit ist. Ja, das glaube ich nicht. Ich stimme dir viel mal zu. Ich sehe es nämlich genauso. Ja. Ja, einfach ja, nur um ja, Jan nicht zuzustimmen. Mich nicht. Mhm. Ja.
Ich kann nicht in einer Meinung sein mit Jan. Das ist unmöglich in dieser Welt. Ja, das ist auch vollkommen okay für mich, Mario. Okay. Ja, und dann ist der Junge wieder gesund. Genau, nach dem Vorfall im... Wenn du jetzt die Episode schon mit reinbringst, sollten wir das auch noch. Genau, nach dem Vorfall im Bad ist er wieder gesund. Ja, der Vorfall im Bad war ja super. Die waren ja urblutig alle. Und seine Begleiterin ja auch voll im Gesicht mit Blut geschmiert. Die kommen zurück und die eine fragt ihn, Palter, was ist denn passiert? Ach, ein kleiner Rasierunfall. Oh. So, was? Hallo? Naja, das ist aber auch so, nein, das darfst du, das glauben die dem ja auch nicht, aber der ist ja für die so eine Autorität, dass bei denen schon ankommt, es geht ihn Scheißdreck an. Ich glaube auch, das sollte nur ein Witz sein. Ja, ja klar. Phil nimmt manchmal etwas immer zu ernst, wenn ich was verarschen möchte. Aber da musste ich an Phils Frage von vor ein paar Folgen denken, wo er meinte, macht ihr auch immer so ein Theater, wenn ihr euch beim Rasieren schneidet. Ja, der Admiral hat Erfahrung. Ja, bald er auch. Oh ja. Okay. War am Anfang auch ein bisschen verwirrt, als die Frau ihm das Rasiermesser gab, dachte ich, oh oh, weil in diesem Vorspann-Ding sieht man ja auch nur, wie eine Hand ihm an den Hals schneidet. Und dann dachte ich, oh, die ist wahnsinnig, die will ihn töten. Also, dass sie wahnsinnig ist, der Meinung bin ich nach wie vor. Okay, aber jetzt sieht er nicht mehr aus wie Jesus Baltar, sondern ist wieder frisch gestutzt und Baltar, glatt rasiert. Ja. Er gefiel mir als Jesus Balter, aber deutlich besser. Da gibt es noch so eine witzige Szene, wo er wieder mit Six spricht kurz. Und dann sieht das für die anderen alle so in Jesus-Bet-Pose aus. Ja, ist auch super. Aber sie ist ja auch quasi seine Soufflöse. Ja, wie immer. Die ihm quasi, aber dadurch, dass sie ihm die ganze Zeit immer von dem einen Gott vorgenudelt hat, ist er ja jetzt in einer super Position, um all das zu rekapitulieren, was sie ihm ja immer wieder ins Ohr genuschelt hat. Mit, es gibt nur einen Gott und ihr Menschen mit euren ganzen anderen Erfindungen von Göttern und so weiter und so fort. Ja, aber dann verschwindet sie auch erstmal, man sieht sie dann nachher nicht mehr. Ja. Gut. Warum? Wohl. Das werden wir in der nächsten Folge vielleicht sehen. Was? Ich bin verwirrt. Warum verschwindet sie? Entschuldigung. Was? Ich habe nur gesagt, sie taucht nachher nicht mehr auf. Nach welcher Szene? Das ja, nach dem Bad, oder? Ach so, ja. Gut, Entschuldigung. Hm. Das war aber auch am Ende der Folge, also. Nach der einen Szene, wo sie da war, taucht sie nicht mehr auf. So kann man es auch sagen. Ab wann sie dann nicht mehr auftaucht, quasi ab dieser Szene. Gut, kommen wir, glaube ich, in Richtung Ende würde ich jetzt gerne kommen. Besser ist das. Es sei denn, wir haben irgendwas Essentielles vergessen. He that believeth in me. Ein Zitat aus der Bibel. Bestimmt aus der Bibel. Ja, gab es nicht ein Gespräch in einer Gefängniszelle? Ja. Zwischen Roslyn und das. Essentiell. Stimmt. Sagt er essentiell. Doch, das ist essentiell. Das ist schon wichtig. Okay. Weil dann nämlich Roslyn von den fünf erfährt, die nah sind. Stimmt, genau, weil sie spüren. Die Nummer 6 sagt nämlich, oh, ich spüre sie hier. Die fünf sind nah. Und was für uns dann ja schon sagt, der fünfte, es waren ja bisher nur vier, die enttarnt wurden, ist auch da. Auch nah, genau. Oder sie hat sich geirrt und nur vier von den fünf sind nah. Sie kann die nicht genau auseinanderhalten. Oder redet einfach irgendwas, um die Präsidentin bei Laune zu halten. Auch das könnte sein. Ich bin noch wichtig, ihr braucht mich noch. Aber wenn sie das tun würde, dann würde man das doch zeigen dem Zuschauer. Sonst macht es ja keinen Sinn. Und außerdem hat die Präsidentin doch gar nicht von den fünf vorher geredet. Nee, die weiß ja auch gar nicht, was die fünf sind, oder? Ja gut, aber sie sind ja schon die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es noch mehr Zylonenmodelle geben kann, die sie nicht kennen. Deshalb finde ich die Szene eigentlich gar nicht so essentiell. Ich finde die deswegen wichtig, weil sie sich ja vorher gefragt haben, was sich geändert haben könnte. Das hat sich ja Tori absichtlich verplappert. Ja, aber hier passiert doch im Prinzip nichts, außer dass der Präsidentin jetzt gesagt wird, es gibt noch mehr Zylonenmodelle und die sind hier in der Nähe.
Ja, und das ist doch schon wichtig. Ja, aber das ist auch kein Unterschied zu vorher. Und da festigt sich ja wieder ein Standpunkt, aha, okay, Starbuck könnte wirklich ein Zylon sein. Ne, also, das ist doch klar, eine Veränderung zuvor. Vorher wusstest du es nicht genau, jetzt weißt du es genau. Naja, nein, das finde ich nicht. Also, das ist zumindest, natürlich glaubt die Präsidentin das, aber das ist nicht Wissen, weil ein Zylon dir sagt, es gibt hier noch mehr Zylonen. Ja, aber ist es nicht doch so, die Menschen haben doch gar nicht gewusst, dass die Zylonen nicht drüber reden dürfen, oder? Jetzt nee, hat sie doch das gesagt. Hat sie jetzt erst erfahren, genau. Ja, genau, das ist auch wichtig, finde ich, weil jetzt hat die Six ja die, nein, wir wurden so programmiert, wir dürfen nicht drüber reden. Und sie, aha, sie tun es aber gerade. Das heißt, ja, und das, also sie dürfen nicht nur, das ist schon nicht genau, reden, sie dürfen gar nicht drüber nachdenken. Das heißt, alles, was du mir gerade erzählst, ist vielleicht doch gar nicht so für bare Münze zu nehmen. Nee, doch, weil sie sagt ja, wir waren ja zusammen da in dieser Oper, ne, und was hast du gesehen? Und da darf ich nicht drüber reden, aber die, ne, also da ist ja schon der Wahrheitsfunke dahinter und der springt auch über auf Roslyn, denke ich. Ja, ja, das auf jeden Fall, dass Roslyn aber das ist auch doch wichtig. Glaubt. Ja. Ja, okay. Also ich weiß halt nicht, was das groß ändert, wenn Roslyn jetzt zu Adama geht und sagt, hier, unsere Gefangene hat gesagt, hier laufen noch mehr Zylonen rum. Ja, dass sie vor allem auch noch eine genaue Zahl haben und dass es Modelle sind, die sie nicht kennen. Ja, ja, und dass sie halt einen Hinweis hat, warum dieser Typ, warum die abgezogen sind, die Zylonen. Ja, okay. Dass es was damit zu tun haben könnte. Ja. Und aber es entlastet Starbuck immer noch nicht, aber. Nee, wirklich nicht. Und Starbuck ist ja auch nach wie vor ein perfekter Kandidat als fünfte von den letzten fünf. Ja. Fabrik neu, genau wie ihr Raptor. Kommt auch Riper. Aus dem Auferstehungsbecken. Riper, Raptor, Riper. Also es macht ja alles, es spricht alles gegen Starbuck, wenn man die Zylonen-Technologie und wie Zylonen funktionieren kennt. Mhm. Well? Naja, weil sie kann ja aus dem Auferstehungspott kommen, nachdem sie da in dem Ding explodiert ist. Ja. Ja, sie kann ja quasi einen neuen Körper bekommen haben. Alles ist neu, neues Schiff, neue Haare, neue Schuhe. Ja, aber die Zylonen sind dann aber nicht, mein... Das wäre schon ein dämlicher Plan. Dagegen. Ja. Nein, weil warum sollten sie Kara zurückschicken mit einer sauberen Viper und so? Das stimmt, ist halt sehr, das wäre ein dämlicher Plan. Das, da denkt genau. Nämlich keiner mit von den Menschen irgendwie. Ja, es wäre ein dämlicher Plan. Hinterher den Plan. Aber komm in meiner genau. Welt. Im Intro steht ja auch nichts, sie hatten einen guten Plan. Und sie hatten einen, naja, Plan. Und dieser Plan war scheiße. Okay. Das Zitat übrigens kommt aus Johannes 11, 25, 26. Ja, das... Look up and see. Also, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me thought he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest you through this? Aus der King James Bible. And throw thou holy hand grenade to your weirdest enemy. Never count until... Two, five. Unless it follows by the three. The five is out. Sehr schön. Gut. Dann, denke ich, sind wir durch. Mhm. Ciao. Bewertung. Achso. Mario. Immer wenn du nicht weißt, wie du dran nimmst, dann sagst du immer Mario. Außer wenn er sagt, wer alles so in der Folge genau. Deswegen wollte ich dich mal wenigstens hervorheben, wenn ich dich eben schon vergessen habe. Nein, passt schon. Achso, ja, ich meine, ja. Ja. Es ist wieder mal gemein, weil eigentlich ist es wieder eine Doppelfolge. Und es ist mir natürlich voll bescheuert zu bewerten, finde ich halt jetzt immer. Ich fand den Anfang bombastisch. Generell fand ich auch ziemlich... Ich fand die Folge doch recht gut. An manchen Stellen war es sehr langweilig. Das mit Balta war jetzt so, das Thema spricht mich so oder so nicht mal jetzt mal an. Aber trotzdem interessant zu sehen, wie es dann hier weitergeht. Und wie gesagt, ich habe wirklich so gut wie keine Erinnerung an die vierte Staffel. An ein paar Sachen erinnere ich mich noch sehr stark. Besonders an eine sehr negative Folge, wenn wir dort sind.
werde ich drüber lästern. Ich fand die Folge gut. Ich meine, es ist jetzt nicht so viel passiert eigentlich, aber trotzdem gebe ich der Folge 7 Punkte. Ich kann mich anschließen, weil ich der Folge genauso viele Punkte geben will. Es ist vielleicht ein bisschen underwhelming für einen Staffel-Einstieg. Andererseits, der riesen Cliffhanger war natürlich in der letzten Staffel, dass Starbuck wieder auftaucht und das wird jetzt hier fortgeführt. Das macht natürlich Sinn. Ansonsten geht aber diese Zylonen-Geschichte nicht so richtig weiter. Also die Geschichte der Final Five, die treffen sich noch mal ein bisschen, die geben so ein bisschen Kommentare ab und zu mal ab und man erfährt aber jetzt da nicht so sehr viel. Das wird jetzt noch mal ein bisschen rausgezögert, so wie es aussieht. Da hätte ich mir jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, ich fand sie schön anzusehen. Also ich war jetzt keine super Folge, aber ich fand sie auch okay. Also weniger als 7 gebe ich deswegen nicht. Und Jan? Ich stimme euch beiden dazu, dass es eine gute Folge war. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass nach den ganzen Aufregungen zum Ende der letzten Staffel, dass hier nicht mit so einem direkten Paukenschlag weitergeht, sondern sich ein bisschen Zeit gelassen wird oder ein bisschen Zeit genommen wird, dass sich das Ganze erstmal setzen kann. Also wie reagieren die Leute überhaupt darauf, ohne dass neue Geschehnisse passieren, dass sie keine Zeit haben, sich irgendwie damit abzufinden, darauf zu reagieren. Also zum Beispiel die 4 der Final Five, wie sie ihre Visionen haben und ihre Gespräche und wie sollen wir überhaupt damit umgehen. Starbuck, die nicht versteht, was eigentlich um sie herum passiert und warum niemand auf sie hört, obwohl sie doch die Erde entdeckt hat. Dass das Ganze, ich nenne es mal, ausgespielt wird, finde ich gut. Gebe der Folge daher 8 Punkte. Okay. Was sagt der Ben? Also, ja, viel Neues kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ist immer ungünstig, wenn man so weit hinten kommt. Ich merke mir das für das nächste Mal. Verfluchter Mist. Also, ich gebe der Folge auch 7 Punkte, machen wir es kurz. Ben. Ich fand die Folge auch gut, sie hat Spaß gemacht. Es ist ein interessanter Einstieg gewesen. Ich fand es jetzt tatsächlich, also jetzt beim ersten Mal gucken auch schon, aber jetzt auch beim, keine Ahnung, 8. Mal sehen auch wieder merkwürdig, dass wir quasi mit einer Cliffhanger-Folge aufgehört haben und die erste Folge der ersten Staffel direkt wieder mit einem Cliffhanger endet. Oder die erste Folge der 4. Staffel direkt wieder mit einem Cliffhanger endet. Das war so ein bisschen so, muss ich jetzt direkt die nächste gucken. Und ja, ich mag Cliffhanger, aber ich mag nicht Cliffhanger, die in einen Cliffhanger führen. Von daher, bleibt es bei den 7 Punkten. Und dann fehlt nur noch The Last and Only Phil. Also ich finde, wenn man so im Hinterkopf behält, dass das der Wiedereinstieg nach einer längeren Pause ist, also der Auftakt zur neuen Staffel, erklärt sich ganz gut, warum, was Jan jetzt gerade auch schon meinte, warum es in dieser Folge nicht gleich in so Hetztempo weitergeht, sondern im Prinzip nochmal so Teile aus Ende der letzten Staffel, wenn es ja um die neuen Zylonen geht, eher, also dass man die Leute einfach nochmal so zurückholt, das ist irgendwie alles der Stand der Dinge. Die Rückkehr von Starbuck wird erstmal abgeschlossen, also die ist jetzt wieder da. Und da ist zu sehen, wie es mit ihr weitergeht. Man kriegt eine wirklich schöne Raumschlacht. Also ich fand den ganzen Haupthandlungsstrang, den fand ich echt, da war ich gut unterhalten, auch wenn es nicht brutal viel Neues gab. Kann ich gut nachvollziehen, warum die das so gemacht haben. Diesen Balta-Einstieg fand ich damals schon nur mäßig interesseweckend und ja, ging mir jetzt beim wiederholten Mal sehen auch nicht anders. Aber ich finde das einen sehr, sehr zufriedenstellenden
Einstieg so in eine neue Staffel. Hätte der Folge, wenn ich sie das erste Mal gesehen hätte, wahrscheinlich auch 8 Punkte gegeben, aber so bleib ich auch bei 7. Mhm. Gut. Also 4 mal 7 einmal 8. Mhm. Gut. Krass. Letzte Worte. Blutige Rasierung voll. Ah, oh, verdammt, was ich hatte was Ähnliches. Ich sage beim Rasieren geschnitten. Okay. Ben? Vertigo-Effekt. Okay. Jan? Hooked on a feeling. Und Phil? Ich sage natürlich Porn. Natürlich, okay. Fluchter Dreck. Ich habe das Outro vergessen einzuspielen zwischendrin. Oh, es ist alles ganz schlimm heute. Fangen wir noch an, nicht einspielen. Doch, normal spiele ich das immer zwischendrin ein, bevor noch die Leute ja, reden. Ich war schon sehr überrascht. Ja. War das eigentlich der Vertigo-Effekt, den man da gesehen hat? Oder hat man einfach nur so ein verwischtes Computer-Animationsding gesehen? Nee, ich bin der Meinung, dass dieses Vor- und Zurückgeblibbel stattgefunden hat. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Zeitüberbrückgeräusch. Ja, ich melde mich nochmal aus Frankreich. Oh, der Tim ist wieder da. Das ist aber ein komischer französischer Akzent. Ja. Eigentlich habt ihr mich nochmal aus Frankreich. Ach, dieser Tim ist das. Direkt aus Paris. Ich glaube, damit gewinnen wir. Ich bin rassistisch und so, ja, und ich, ja, niemand der Österreich. Ja, das merkst du, dann bist du es wohl. Ja, dann. Ja, guck mal, jetzt nächsten Mal mehr. Ja. Und ich bin, wir sind verabschieden wir uns. Ausgeregt. Ja, wirklich. Das ist ja das allerletzte hier. Stop. Nein. Ist jemand auf einen kleinen Hund getreten? Verdammt. Ich muss das zusammenschneiden. Ich schneide das Intro in die letzten Worte rein. Alles wird gut. Nein, tust du nicht. Verdammt. Oh, das war ja leicht. Was hilft das Diskutieren, wenn ich es doch anders mache? Genau, jetzt verabschiedet euch endlich. Macht's gut. Tschüss. Bye. Ciao. Boom. Das war ja scheiße. Das war echt schwierig. Können wir so nicht veröffentlichen. Ich finde doch eh super. Aber die Audioqualität ist gut. Wunderbar. Wow. Da bin ich jetzt etwas. Kater war. Übrigens, ich habe jetzt die 4. Staffel habe ich auf der Blu-ray. Ja. Und da hören sich die Synchro-Stimme so komisch an. Gator hört sich so an, als würde er irgendwie langsamer reden. Das ist sehr komisch, ist, nämlich. Bei den anderen auf Deutsch aber auch so. Die Synchro ist irgendwie ein bisschen anders. Langsam gezerrt. Weißt das du, war nämlich das jetzt liegt? Nicht so. Nein. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Das liegt daran, dass das PAL-Format in USA 25 Bilder pro Sekunde hat und das. Ah. Nee, die haben nicht PAL, wir haben PAL. Die haben NTSC. Das hatte 25 Bilder pro Sekunde und wir haben 24 Bilder pro Sekunde. 24. Und deswegen muss das gestreckt werden. Das macht schon Sinn. Ja, und dann sind deswegen, wenn man das falsch macht, es gibt verschiedene Dubbing-Methoden, deswegen sind dann, wenn man eine bestimmte Methode benutzt, werden die Stimmen tiefer. Weil dann. Ja, so wie da jetzt. Ja, das, ich habe eine Indie 3-Version auf VHS, da ist das auch so. Okay. Neue Starbuck klingt, als hätte sie ein bisschen mehr Testosteron. Klingt wie Harrison Ford. Wie Harrison Ford heute. Ja. Ja, aber ich finde das schon, dass das da immer noch so ist bei einer Blu-ray, dann haben sie es aber echt verkackt. Das war früher. Ich meine, ist das schon uralt. Ja. Weil die ist aber noch sehr schön aufgebaut. Nein, weil das Menü ist halt noch schön aufgebaut, weil die heutigen Blu-rays sind nicht so aufgebaut. Das ist einfach ganz normal mit ganz gleich Kapitel starten oder Einstellungen und hier ist echt schön aufgehört mit der Brücke vom Basisstern zum Beispiel. Da hüpft hin und her. Da haben sie sich noch Mühe gegeben früher. Ah, ich glaube, ich habe mit den animierten Menüs. Ja, die Blu-ray der ersten Staffel der Original-Star-Trek-Serie, ich glaube, da ist das auch so. Die sprechen auch alle tiefer.
Die von DS9, die Menüs sind auch super cool. Ich glaube, das habe ich auch auf DVD, DS9, oder? Verwechsel ich das? Nee, das verwechsel ich mit Babylon 5. DS9 habe ich auf Video. Nice. DS9 gibt es ja eh gerade auf Netflix, oder? Immer noch. Keine Ahnung, wir schauen es auf Judah, alter DVD. Okay. Das war noch Zeit. Mhm. Weil du eben Pierce Brosnan gesagt hast, nee, das war eigentlich Phil, aber ist ja egal, ich sag jetzt einfach, du warst. Ich habe neulich einen Film mit Pierce Brosnan geguckt, der war ganz gut. Ich habe nur wieder vergessen, wie er heißt, aber er ist bestimmt in Letterboxd. Der ist auch mit Ewan McGregor, der Ghostwriter oder so heißt der. Ja. Da wo Ewan McGregor der Ghostwriter für genau. Dingens ist. Ja, den hast du viele Punkte gegeben. Ja. Der gibt es, glaube ich, auf Amazon auch. Kann man mal gucken. Ja. Ist das so gut wie Blade Runner? Das hat, glaube ich, mit Blade Runner eher wenig zu tun. Ach so. Aber es, glaube, wäre dir auch zu langsam. Bestimmt. Also ich fand, ich habe ja den zweiten Teil angeschaut. Ich fand ihn ein bisschen spannender. Ich nicht. Fand den ersten besser. Das sind ja beides keine schlechten Filme. Das Blöde beim zweiten war halt, dass sie keinen Schauspieler genommen haben. Oh. Aber er ist doch ein Roboter. Irgendwann das Witz, das verprügeln ist wir beide uns mal wegen Ryan Gosling. aber das ist doch genau das Wichtige, dass man nicht erkennen kann, ob er ein Roboter ist oder nicht. Wenn man Ryan Gosling nimmt, dann ist doch ganz klar, dass er ein Roboter ist. Das passt doch gar nicht zu Blade Runner. Hätten sie ja gleich Arnold Schwarzenegger nehmen können. I'll be back. Grinz mal, Arnold, grinz mal. Okay, lassen wir das. Du bist ja ein Roboter. Ich schaff's nicht mal mehr, meine Filmhistorie anzugucken. Ich muss Urlaub machen nach meinen 3 Wochen Urlaub. Das, Ich habe als letztes The Big Short tatsächlich gesehen. Okay. Wo ist er denn hier? Wo ist er denn, der Tim? Ghostwriter. Gibt's auf Amazon? Pomerening. Gibt's auf Amazon. Und ist, glaube ich, von einem bekannten Regisseur auch, oder? Ich von? Roman, ja, Roman Polanski. Polanski. Ja, den kennt man. Den kennt, hat man schon mal was von gehört. Auch schon mal gehört, den Namen, ja. Ich finde ja auch Frantic. Hier, Once Upon a Time in Hollywood noch gesehen? Nicht. Den habe ich noch nicht gesehen, ne. Den gibt's aber auch jetzt erst diese Woche in Vorpremieren, oder? Nee. Oder? Ich meine, ich hatte mich schon mal informiert und meine, morgen hätte ich den in Köln in der Vorpremiere auf Englisch sehen. Ja, ich hab gerade, wollte ich sagen, hier hängt der schon lange als Poster am Kino an. Ist mir eingefallen, das heißt überhaupt nichts. Okay, stimmt. Ich glaube, ab morgen. Kann sein, dass der jetzt erst kommt. Ich glaube, morgen ist Vorpremiere. Once upon a time. Da kann ich dann die Arte-Doku zu dem Manson empfehlen. Als Zugabe dazu. Okay. Hat damit ja zu tun in dem Film. Ja. Charles Manson. Mhm. Mhm. Charles Bronson. Ich kenne nur Marilyn Manson, aber ich glaube, der spielt auch Charles Manson an, oder? Ja, Marilyn Manson hat sich ja so genannt, der hat Marilyn Monroe und Charles Manson zusammengenommen für seinen Künstlerfilm, um halt so edgy wie möglich zu sein. Okay. Was ihm gelungen ist. Ja, das Make-up könnte noch sein Übriges tun. Stehen hier, da steht aber bestimmt in Wikipedia. Veröffentlichung. Ich glaube, da hatte auch jemand bei Kino Plus drüber gesprochen, über Ghostwriter. Da habe ich den mal geguckt dann. Schauen wir mal, Ghostwriter. Ja, das ist so ein typischer Roman Polanski-Film, so wie Frantic auch oder so. Das finde ich auch sehr gut. Chinatown. Chinatown, genau. Ah, das mit Obi-Wan. Mhm. Genau. Ja, Ewan McGregor halt. Boah, der hat aber vieles gewonnen. Der Film oder Obi-Wan? Film mal. Wow, war vieles nominiert sogar.
krass. Ja, und American Graffiti fand ich nicht so gut. Habe ich nur geguckt, weil ich den mal gucken wollte. Weil er von George Lucas ist. Hm. Ah, Roman Polanski, Vorwurf der Vergewaltigung. Mhm. Das ist ja schon seit den 70ern. Ja, das macht er ja deswegen immer, kann er auch nicht in die USA zurück einreisen. Ach so, er ist nicht in den USA? Nein. Besser nicht. Wurde der nicht schon mal in den 90ern in der Schweiz? Pass auf, Jan, in der Schweiz festgenommen und dann ausgeliefert oder sollte ausgeliefert werden oder so. Aber er ist, glaube ich, nach wie vor nicht in der Schweiz, in den USA, weil da ja noch der Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Ja, okay. Er hat Oliver Twist gemacht. Deswegen wird er ja auch nie zu den, ich weiß gar nicht, ob er zu den ganzen Tate-Morden wirklich befragt wurde, aber keine Ahnung. Welche Morde? Von Sharon Tate. Darum geht ja auch der Film Once Upon a Time in Hollywood. Ach so. Ich kenne das Thema überhaupt. Manson-Morde, oder? Spoiler. Ja, ja, genau. Das war ja die Freundin von Roman Polanski. Ach, das ist der. Hä? Okay. Ja, ich kenne schon die Geschichte, aber ich wusste nicht, dass die war schwanger mit seinem Baby. Ah. Und dann hat Marilyn Manson die ermordet, oder was? Nee, das war die Family von Charles Manson ist dahin und hat die alle erstochen. Aha, echt? Erschossen, erstochen, ja, die waren, also die Family von Charles Manson, also er ist eigentlich die Anhänger der, halt. Ja, der bekloppte Orchestrator, der alle, er selber hat, ich glaube, eine Person umgebracht und die alle anderen Morde danach sind auf Kosten seiner verrückten Jüngerinnen und Jünger gegangen. Krass. Ja, da kann ich einen Podcast zu empfehlen. Und was hat er damit zu tun? Mehrteilig. Also, ich meine, er war halt jetzt der Freund von ihr, aber... Der Regisseur und so. Nur wegen dem, was du, nein. Verdacht, aber... Ich dachte, irgendwas ist da noch verstrickt mit ihm, okay. Gut. Nein, nein. Nur weil er eben darin verwickelt ist als Witwer quasi und wie hieß denn der Podcast? Es ist, ja, such du mal den Podcast, ich erzähle in der Zeit nochmal was. Es gibt ja auch so eine ganz ganz krasse Story, dass Robert Wagner, das ist der Schauspieler von Hart aber herzlich, der hat auch bei der hat auch Kay gespielt bei, wie heißt diese James Bond Parodie? Austin Powers? Austin Powers, genau. Der soll ja seine Frau Natalie Wood umgebracht haben auf irgendeinem Schiff, weil die ist nämlich auf irgendeiner Schiffsreise ertrunken. Und das ist bis heute ungeklärt, ob er die umgebracht hat oder ob das ein Unfall war. Und da war auch Christopher Walken mit an Bord. Habe ich auch von gehört. Oh. Natalie Wood war ja auch eine Schauspielerin. Und hier der Hogan von Hogan Heroes ist auch umgebracht worden. Deswegen ist mit dem Kamerastativ erschlagen worden. Ah, ja. Ha, so fast über Daniel Kübelberg, was? Fast so. Nur mehr Hollywood-mäßig. Ach, die spinnen doch alle, die Amis. Ach, der Ben Kingsley spielt in ein paar Filmen mit von Polanski anscheinend. Schaut nämlich gerade so Ficky. Ben Kingsley? Ja. Ja, der hat auch Gandhi gespielt. Wie kommst du jetzt auf Ben Kingsley? Ich schaue nämlich gerade die Wiki-Seiten an von Polanski und die ganzen Filme, die er gemacht hat. Ach so. Und da habe ich jetzt ein paar Mal gelesen den Namen. Ja, das ist Gandhi, Ben Kingsley. Ja, der ist so einiges. Ein toller Schauspieler, aber. Suchst du noch den Podcast? Ja, ich habe ihn, aber die Suchfunktion auf dieser Seite ist kacke. Der Podcast heißt You Must Remember This. Und wenn man dann nach Manson sucht, kommen halt die Folgen, aber die sind nicht schön sortiert. Okay. Auf jeden Fall die ich glaube, 12 Teile davon oder 11, die habe ich vor ein paar Jahren mal gehört und die waren ziemlich aufklärend um den ganzen Kram. Aber jetzt weiß ich, das geht alles über Charles Manson, der ganze Podcast, oder was? Nee, der Podcast ist quasi Sachen in der Geschichte von Hollywood und ich, so weiter. Ich sehe gerade, du hast schon in der Suche Manson eingegeben, deswegen. Genau, genau. Ja. Hm. Ich habe eigentlich sogar
entlassen worden. Einer von seinen Jüngern. Das kann sein. Das alle anderen sind im Gefängnis dann gestorben. Oder noch im Gefängnis sogar. Das ist die Doku von Arte, die ich glaube vor gar nicht langer, nee, am 8.8. wurde die veröffentlicht. Mhm. Okay, muss ich mir mal angucken. Ja, wenn du sowas interessant findest. Ich habe ja letztens diese Doku über Ted Bundy auf Netflix gesehen. Das war auch harter Tobak. Ich kenne nur El Bundy. Ja, so hat meine Freundin auch reagiert. Die sagt, wieso waren das so krass? Die verkauft noch Schuhe. Also, nee. Ja. Der hat über 30 junge Frauen ermordet. Ah, okay. Hm. Und woher kennt man den? Ist mit einer der krassesten Serienmörder, der jemals in den USA auf freiem Fuß war. Ist das der Zodiac-Killer? Da weiß man noch immer nicht, wer das ist. Ach so. Gab es ja nur nach. Weil den Film habe ich gesehen. Gibt es einen Film? Ich glaube, gibt es eine Serie. Diesen Film gibt es auch von. Diese Doku meine ich. Der heißt Zodiac. Das ist ein ziemlich guter Film. Ja. Der ist von dem, der auch Han Solo Film gemacht hat. Ron Howard. Ron Howard, genau. Oder? Das ist aber nicht schon zwei Teile oder so? Nee. Also ich meine, so ein urlanger Film und der war im Fernsehen aber gesplittet oder so? Der war urlang, aber der war nicht gesplittet. Also ich habe den ja nicht im Fernsehen gesehen. Ich habe den auf Netflix gesehen. Kann schon sein, dass der mal im Fernsehen gesplittet war. Weil ich bilde es mir nämlich ein, dass ich den eh kenne, aber das war dann an zwei Sonntagen, wie soll dann im Neuen laufen. Wie lang ist denn so die? Oh ja, 158 Minuten. Oh ja. Das ist ja gut, dass ich den letztens nicht eingeschaltet habe, obwohl ich gesagt habe, oh, den könnte ich mir auch mal angucken. Oh, der ist auch ganz gut. Sag mal kurz. Viele berühmte Serien. Spielt Jake Gyllenhaal mit. Auch ein sehr guter Schauspieler. Und Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, da spielen eigentlich nur bekannte Schauspieler mit. Was die drei, also quasi drei Marvel-Schauspieler spielen damit. Genau. Nice. Ja, aber du sagst, der den Han Solo-Film gemacht hat, aber David Fincher hat doch den Han Solo-Film gemacht. Hat er auch nicht. Was? Du hast gelogen, Tim? Ich habe gedacht, ich habe das mit dem verwechselt, der Sieben gemacht hat. Nein, das war auch David Fincher. Mit, wie hieß der Präsident? Nixon, über Nixon. Der hat, dieser Film über Nixon, den hat der gemacht. Forrest Gump. Nein. Da kommt Watergate auch. Ach nee, Moment. Es gibt einen Film über Nixon, den hat der Film mal. Der Film. hat der Film mal empfohlen. Und den habe ich danach auch gesehen. Da geht es darum, wie Nixon interviewt wird, um was rauszulassen, wie er von seinen Tätigkeiten, als er Präsident war. Der ist von Ron Howard. Ich kann ja einfach mal nach Ron Howard suchen. Und der Film über Niki Lauda ist auch von Ron Howard. Oh, Apollo 13 ist auch von Ron Howard. Ach, wie heißt noch der deutsche Schauspieler, der Niki Daniel Lauda? Daniel Brühl. Ja. Ah ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Doch einfach Lauda. Mich immer. Ja, aber den Film weißt du nicht, wie der Nixon-Film heißt. Der Nixon-Film? Ja, weißt du nicht, siehst du. Der heißt Frost Nixon. Den habe ich sogar gesehen. Das ist doch der, den Phil dir empfohlen hat. Habe ich das nicht eben erzählt? Ist das nicht der, den der Phil empfohlen hat? Ich glaube auch. Dann sag das doch einfach, dann hätten wir direkt gesagt, wie du heißt. Den hat mir mal Phil. Ja, jetzt brauchst du es auch nicht mehr so. Der Pate. Ja, genau. Ist das der Niki Lauda-Film? Ja, mit Ron Howard in der Hauptrolle. Apropos, der Ron Howard spielt in American Graffiti mit und damit schließt sich der Kreis wieder. Da ist er einer der Jugendlichen. Da. Ich habe übrigens die Einkreisung angeschaut. Das hat doch einer von euch empfohlen mit Daniel Brühl. Empfohlen. Tolle Serie. Ja. Richtig. Das ist auch mit Daniel Brühl, oder? Ach, die, da im viktorianischen London da, ne? Ja. Genau, das New York ist, aber könnte auch. Ja, London sein. Aber in der gleichen Zeit. Genau. Viktorianisch New York, mein Gott. Ist doch alles Frankreich. Aber ich muss zugeben, ich dachte ein paar Folgen lang, das ist London. Ja, das schaut wirklich so aus. Okay. Die Alienist. Genau. Achso, die Alienist. Und es soll eine zweite Staffel kommen. Okay. Oh, okay. Oh ja, 42 also auch mit Minuten, das ist eine angenehme Folgenlänge. Sowas finde ich. Ja, gut. Wie früher halt, ne? Ja. Ziemlich cool. Ich fand ihn auch gut. Und Daniel Brühl war da auch gut. Ich fand ihn klasse. Ja.
Und da spielt doch der Bogenschütze mit von Hobbit, oder? Bart, der Bogenschütze. Der ist doch der andere, ist doch sein Kumpel. Nicht? Bart? Kennst doch den Keine Hobbit. Ahnung. Ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich kenne die Alienist nicht. Ja, ja, Luke Evans. Ach so, ja. Der ich spielt John ich. Moore. Das ist der Bruder von Roger Moore. Ich bin schon die Dakota Fanning mit und so. Ja, die hätte ich nicht ja, ich gedacht, dass wir die nochmal sehen. Meistens Schauspieler, die nur in Filmen mitspielen und nicht in Serien. Das ist ziemlich lustig. Wieso hättest du geglaubt, dass wir die nicht nochmal sehen? Ich weiß nicht. Ich habe die irgendwie, nachdem die als kreichendes Kind in Krieg der Welten mitgespielt hat, wollte ich die nie wieder sehen. Ich habe gar keine so schlechte Erinnerung an diesen Krieg der Welten-Film. Nee, nur an sie. Ach so. Weil sie die ganze Zeit dieses Auto gesessen hat. Sie spielt jetzt auch im neuen Tarantino-Film mit, sehe ich gerade. Ja, das habe ich auch gelesen. Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Das war ihr letzter Film. Hat sie auch nur geschrien die ganze Zeit. Ich verstehe die Anspielung nicht. Guck dir nochmal Krieg der Welten an. Und Altered Carbon fandest du auch gut, Mario? Hast du gesagt? Ich finde die Serie ziemlich cool. Und Michael Ironside hat da mitgespielt. Cool. Ich wollte die Bücher auch lesen, aber ich weiß nicht, sehr viele kritisieren irgendwie den Schreibstil und das macht mir jetzt Angst. Dann hörst du auch lieber auf das. Da musst du nicht lesen. Ja, ich will es lieber lesen. Ich mach jetzt nicht am Schreibstil ändern. Ja, dann höre ich es trotzdem noch. Hast du sie schon durchgeschaut oder erst angefangen? Ich bin schon in Folge 7 oder 8 jetzt. Okay. Also es gibt ja wahrscheinlich nur 10. Ja, ist eh gut. Das hat der Phil schon einmal angesprochen vor 2-3 Jahren. Es ist toll, dass die meisten Serien jetzt immer nie mehr als 15 Folgen haben jetzt irgendwie. Finde ich auch. Das ist wirklich klasse, weil früher war es echt ätzend. Mhm. Ja, was heißt ätzend, aber es ist ja eigentlich, halt, eigentlich sind so Geschichten ganz gut in 10 Folgen erzählbar, finde ich. Wenn man so irgendwie eine Geschichte erzählen will, ist 10 Folgen schon okay. Ich glaube, das ist aber auch eine große Änderung zu früheren Sendungen. Diese folgenüberspannenden Handlungsbögen. Mhm. Wenn du dir DS9 zum Beispiel anguckst, da gibt es ganz schwach das Dominion in den ersten Staffeln, aber jede Folge steht irgendwie für sich. Das ändert sich aber mit dem Lauf der Staffeln. Aber vorher gab es schon Twin Peaks. Twin Peaks hat das. Ja, aber wenn du mal so zu Next Generation oder so zurückgehst, das war ja wirklich. Wenn du da mal 10 Folgen nicht gesehen hast, dann hast du nichts verpasst, sozusagen. Genau. Bei Firefly, okay, wenn du da 10 Folgen nicht gesehen hast, hast du die ganze Serie verpasst, aber auch da kannst du eine Folge von der anderen losgelöst gucken. Ja, aber bei Stargate oder Stargate Atlantis würde das schon nicht mehr funktionieren und bei Babylon 5 brauchst du dann gar nicht mehr weitergucken. Ja, stimmt. Also, ja, Babylon 5 habe ich nie gesehen. Eieiei, du bist aus diesem Podcast verbannt. Mein Herr. Ich werde aus diesem Podcast verbannt. Mario hat eben gesagt, er hört nicht mal zu, wenn wir Podcast machen. Aber nein. Ich habe gesagt, ich höre dir nicht zu. Das ist ein Unterschied, mein Freund. Ja, deswegen kriegt er auch nie die wichtigen Sachen mit. Hast du Babylon 5 gesehen, Mario? Einige Folgen. Siehst du? Mario hat das nicht gesehen. Mario ist unser Held. So, und jetzt du, Jan. Ich hoffe immer noch, dass wir einen Podcast machen drüber. Ja. Ich glaube ja, wenn man jetzt neu Babylon 5 gucken würde, würde man das ganz lächerlich finden. Ich weiß das ist nicht so. Also zumindest ein Teil der Kostüme und der CGI würde man wahrscheinlich nicht mehr erkennen können, ja. Nee, das ist, ja, glaube ich, nicht so gut gealtert. Nee, aber die Story ist halt immer noch geil. Ja. Die Story einfach nur in einem modernen Setting, sage ich jetzt mal, würde ich gerne sehen. Ja. Dann dreh es doch neu. Mach mal so ein GoFundMe. Genau, okay, Kickstarter. Habe ich gemacht. Letzte noch hier. Wie hieß der? JMS ein? John Michael Straczynski? Was halten Sie von dieser Serie? Das ist ja die dümmste Geschichte, die ich jemals gelesen habe. Ja, ich habe die ja vor 2 Jahren nochmal geguckt. Komplett. Ich gucke die auch regelmäßig. Mag die immer noch. Sehr, sehr gut. Ja, ich finde nur, ab dann, wenn der Schattenkrieg vorbei ist, dann finde ich es. Also viele sagen immer, die letzte Staffel wäre total mies, weil das da alles, dann gibt es wieder andere Schauspieler nochmal zum Teil und so. Mm. Aber ich finde tatsächlich die vierte Staffel, ab der
zweiten oder dritten Folge finde ich mies. Diese ganze Befreiung der Erde. Also nachher wird es wieder besser, aber das zieht sich ganz lange. Damit es, man ist voll in einem Loch, nachdem diese Schattengeschichte vorbei ist, finde ich. Weil dann, dieser Höhepunkt, gegen Präsident Clark und so kämpfen. Genau, oder? Aber das dauert ewig, okay. bis da mal wirklich was passiert. Da gibt es noch diese ganze komische auf dem Mars-Handlung mit Garibaldi. Ach ja, und diesem Unternehmenstyp, genau. Dessen Frau er quasi wieder haben will. Und genau. Und die schlechteste Folge, oder eine der schlechtesten Folgen, ist die letzte Folge der vierten Staffel. Diese in 2000 Jahren oder so heißt die. Wo sie in dieser Raumstation sind, ja, und dann die ganze Zeit hin und her springen und dann. Das finde ich so schlecht für eine letzte Folge, und das ist aber dadurch erklärbar, dass eigentlich, sie haben nämlich die letzte Folge, eigentlich war da die letzte Folge der fünften Staffel. Die hatten die schon gedreht, glaube ich sogar, oder geplant. Genau, und dann wurde aber die fünfte Staffel noch eingeschoben. Genau. Und dann mussten sie schnell ein Staffelfinale für die vierte Staffel drehen. Genau. Aber hatten halt keine Story mehr übrig, die sie verwenden konnten. Ja, genau, ja. Deswegen gibt es da diese Folge. Ein Lückenfüller war das einfach nur. Ja. Aber das Finale, also die letzte Folge, die ist richtig gut. Ja, finde ich auch. So gut gemacht. Muss ich dann immer ein bisschen schlucken, wenn ich die Folge gucke. Ja. Selbst beim 10. Mal gucken noch. Da schaltet ja hinterher JMS, schaltet ja das Licht aus. Genau, er ist der Letzte quasi, der dann den Schalter umlegt. Ja. Und seine eigene Serie beendet. Es ist so heiß. Was, echt? Ja, mega heiß hier. Ja, hier zum Glück mal nicht. Ja, auch nicht. Ich muss mal das Fenster aufmachen. Wahrscheinlich sind heute auch ungeladene Gäste dann auf der Aufnahme. Die ganzen Kinder aus dem Park. Dann gehen mal Kinder vergiften in den Park. Ach, hallo, ist doch ein Österreich, Kinder, verstehst du? Ja, aber das ist doch ein altes Wiener Lied. Eigentlich war es Tauben vergiften im Park, aber... Ach, Kinder, Tauben, grad, alles Kack. Die kacken doch alle. Genau, die kacken doch alle einfach im Boden, während sie laufen. Hallo. 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 Hi. Hallo. Du hast noch Watte im Mund. Wie der Pate. Ja, es schmeckt ungefähr wie Watte. Okay. Es klingt auch so. Ja, dieser Schweißseife-Zöpfe. Aha. Hallo, Ben. Hallo. Hast du noch ein Brötchen im Mund? Hast du nicht zugehört? Ein zweiten Bissen. Das ist Watte. Ach so. Watte, die in Orangensaft getunkt wurde, damit ja nicht so dick wird. Aber Orangensaft macht dick. Ja, aber, ja. Ist das so? Wenn du nur Orangensaft trinken würdest, vielleicht. Ist viel Zucker drin. Fruchtzucker? Das ist egal. Zucker. Das ist doch guter Zucker, der macht doch genau, nicht dick. Nur der böse Zucker. Internet hat macht gesagt, dick. Ah, nur okay. Der raffinierte. Ah, genau. Weißt du, dass man ihn raffiniert nennt, und er dann böse ist? Raffinierte ist einfach zu doof, um dick zu machen. Das soll ist auch nicht Zucker jetzt in hinterhältig. 100 Gramm hinterhältigen Zucker. Oh nein, nicht schon wieder. Vorschlag könnte von den Grünen kommen. Mist, das ist ja voll kaputt. Wer ist kaputt? Funktional kaputt. Ich kann in der Wikipedia auf der Folge Crossroads, da kann man immer so die Folgen vor und zurück schalten, was die nächste und die folgende ist. Und da steht bei Crossroads tatsächlich Razer. Aber wenn ich auf Razer klicke, dann kann ich nicht mehr weiterschalten. Oh, das ist ja auch zu Ende. Podcast ist über. Ja. Also in der englischen geht's. Das ist die englische, die ich meine. Wenn da steht bei mir followed, also preceded by, und das ist nur optisch anders auf. Ah, es ist tatsächlich. Du hast recht. So, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie die Folge auf Deutsch hieß. Da muss ich in die deutsche Wikipedia gehen. Das kann was heißt Crossroads auf Deutsch? Nein, Crossroads ist doch deprecated. Oh Mario, du hast die falschen Folgen geguckt. Güte, das ist ja besser, wenn man keine guckt. So wie ich. Ich hol mir was zu trinken. Wikipedia. Bei mir steht es nämlich auch nur, glaube ich, auf Englisch auf der Blu-ray. Schau mal. Auf der DVD stehen gar doch nichts. Die muss man wirklich in den Buch. Auferstehung steht bei mir. He that believed in me
steht bei mir. Ja, he that believed in me, genau. Aber nee, he that believeth in me. Oh, believeth, okay. Believeth. Macbeth? Believeth. He that Macbeth in me. Thy should fell your holy hand grenade. The title is a reference to John 11, 25 to 26, which says, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me. Okay. Hatte Jesus eigentlich, ich habe letztens so einen schönen Anti-Vaxxer-T-Shirt gesehen. Wie war denn das auch? Aber irgendwie, Jesus was also not vaccinated. Und dann hat einer drunter kommentiert, deswegen ist er auch am rostigen Nagel gestorben. Was ja gar nicht stimmt, weil die Römer haben die ja festgebunden, die hatten ja gar keine Nägel. So. Also war das Leben des Brian historisch Fake. Korrekt? Ja. Die da wurde doch gebunden. Wurde auch gebunden. Da Ach wurde so, gebunden. Ja. Ah, okay. Dann war es historisch. Nur bei Mel Gibson glaube ich nicht. Bei Mel Gibson wurde er bestimmt die überall. Kirche ist halt nicht historisch korrekt. Ja, das lass mal die Kirche im Dorf. Ach. Das sagst du mir jetzt? Die Erde ist gar nicht 2000 plus ein paar Gebäude da. Scheiße. Wie suche ich ihn jetzt in der deutschen Wikipedia nach Battlestar Galactica? Kampfstern Galactica. Nein, das wäre falsch, dann würde ich die alte Serie finden. Episodenliste, ich hab's. Du bist wirklich total aufgeschmissen heute. Bin voll am Arsch. Genau, was ist passiert? Ich jetzt wieder sagen. Dein gewohntes Stuttgarter Super-Internet. Da guck, ja, das habe ich jetzt wieder, genau. Mal gucken. Apropos, wie war eigentlich die Folge qualitativ, die wir zuletzt aufgenommen haben? Eigentlich ganz okay. Ein paar Sachen habe ich rausgeschnitten, die so komisch geknackst haben. Da habe ich dann einfach so einen guten Punkt gesucht, wo man wieder ansetzen kann. Und ein paar habe ich einfach drin gelassen, weil sonst der Kontext verloren gegangen wäre. Mhm. Also ich, okay. So ein paar Knackser sind drin, aber so schlimm ist es nicht. Also ich sag mal, die unsere Pottwichtel-Folge für uns war schlimmer. Okay, ist klar. Oh. Die hatten doch ständig dieses Übersteuern da drin. Ja, ja. So wie Bane bei Batman. Dieses Jahr nochmal. Wegen mir gerne. Das scheint, ja. Ja, ich wäre auch dabei. Dann muss ich ja wieder die ganze Folge alleine machen. Ja, hab ich bestimmt gedacht, boah, guck mal, ihr seid ja gut informiert, wenn ihr so viel über Dune wisst. Genau. Hören wir mal eine andere Folge. Oh, scheiße. Wir ja diesmal, wir reden dann einfach nicht über Dune, sondern wir reden dann über einen Firefly, dann brauchst du nichts zu sagen. Ja, das kriegt, damit kenne ich mich auch nicht aus, das kann die anderen übernehmen. Das ist ja komisch. Das passt auch super, weil die Weihnachtszeit ist bei mir immer die Zeit, wo ich die die Staffel nochmal gucke. Mhm. Sehr gut. Und den Film? Den gucke ich recht selten, wenn ich ehrlich bin. Das ist einfach zu traurig. Der wird aber irgendwo, habe ich den jetzt als einer der besten Science-Fiction-Filme oder weiß ich nicht, als einer der prototypischen Science-Fiction-Filme wird der irgendwo gelistet. Der war ja, also ich fand den auch wirklich gut, muss ich sagen. Also, es war schade, dass er so ein Abschlussfilm war, aber der war echt gut gemacht. Ja, ich fand den auch gut. Ich habe den letztes Jahr oder so erst gesehen. Da kam der mal auf Netflix, glaube ich, oder auf Amazon Prime. Mhm. Ja, schon. Oh, ich habe jetzt auf Amazon Prime angefangen, The Boys zu gucken. Oh ja, ich auch. Das ist eine herrliche Serie. Ja, ja, die habe ich auch schon gesehen. Oh. Ich fand es halt, weil ich so ein bisschen von diesem Marketing und Marvel so ein bisschen müde bin, finde ich das einen schönen Twist auf die ganze Sache. Außerdem den Einstieg, ich habe so gelacht, als er plötzlich da steht und die Arme seiner Freundin in der Hand hat und so in Zeitlupe das Blut und den rein durch die Gegend platzen. Ich habe mir leider den Trailer vorher angeguckt, wo genau die Szene schon drin vorkommt. Deswegen hat es mir das ein bisschen madig gemacht. Also ich wusste überhaupt nichts davon. Ich habe nichts von dieser Serie vorab mitbekommen. Oh, das ist der Einstieg, glaube ich, noch mal besser. Was ist das für ein Genre? War schon wirklich Superhelden. Verarsche. Ja. Ach so. Superhelden 18 plus aber. Okay. Ja. Also die Superhelden sind quasi die Bösen. Ein bisschen gory. Ja. Also es geht quasi darum, was passiert, wenn die Superhelden ihre Fähigkeiten quasi nur wenn noch für sich selbst nutzen. Die Superhelden echt sind und Disney die echten Superhelden vermarktet. Das gibt einen Sketch von Monty Python, Flying Circus. Da laufen alle in Superman-Kostümen rum. Und das ist halt die normale Welt. Und dann ist einer, der repariert immer die Fahrräder, wenn sie einen Unfall bauen. Das ist dann Fahrrad-Reparier-Man. Und alle huldigen Fahrrad-Reparier-Man.
Der sieht aus wie so ein, wie jetzt nicht wie unser Mario, sondern wie der Mario aus Super Mario. Hat halt so eine Handwerkermütze auf und rennt die ganze Zeit rum und repariert die Fahrräder. Sehr gut. Einmal reparieren, ey. Aber ich finde, in der Serie ist halt irgendwie wird auch mal dargestellt, wie wenn es Superhelden geben würde, in der kapitalistischen Welt, wie es eigentlich laufen würde. Ja. Weil die verdienen dann auch Geld. Genau, müssen dann ihre Fähigkeiten quasi den Firmen zur Verfügung stellen, die sie bezahlen. Ja, Mr. Edgar vom 87. Etage oder wie er heißt. Ja. Homeland. Das war halt der beste Gag. Ich habe ja mal gelesen. Ich bin aber erst bei Folge 3, also... Okay. Das ist ja tatsächlich nicht ausgedacht von Amazon, sondern es gibt ja wirklich eine Comicbuchreihe dahinter. Ja. Das ist tatsächlich ein echter Comic, der zugrunde liegt. Hätte ich es nicht gedacht. Ich dachte, das wäre mehr so als Fernsehgag gedacht gewesen. Aber wenn Amazon so gute Sachen produziert, dann bin ich auch schon wieder ein bisschen optimistischer gestimmt auf die Herr der Ringe-Serie. Ich weiß nicht. Folge 3 hast du erst gesehen, ne? Okay. Weil du musst mal drauf achten, ich weiß nicht genau wo, ob jetzt in Folge 5 oder Folge 6 hat John Williams einen Gastauftritt. Okay. Aha. Unser John Williams. Aber der hat doch mit Herr der Ringe gar nichts zu tun, das macht doch gar keinen Sinn. By the Boys, du Dödel. Ach so. Oh, die haben aber recht viele Gastauftritte. Wenn Ben die Folge 5 von der Herr der Ringe-Serie schon gesehen hätte. Noch nicht gibt. Ich habe direkt mit der 5. angefangen, das ist, weißt du, wie bei den Filmen, den ersten brauchst du eigentlich gar nicht sehen. Wenn du das Buch gelesen hast. Immer wenn so jemand was sagt, da könnte ich schon gleich gehen. Ich finde den ersten ist der beste Film überhaupt. Vom Hobbit, vom Herrn der Ringe. Geht mir genauso. Ich finde auch, Die Gefährten ist absolut der beste Film dieser drei. Ich habe das nämlich schon mehrmals gehört, dass der langweilig wäre. Nee, ich feiere den ersten am meisten und der dritte ist für mich halt der. Finde ich auch. Der ist der langweiligste. Der ist der schlechteste, aber ich finde ihn auch noch gut. Also ich finde die alle drei gut. Ja. Aber der erste, den finde ich am atmosphärischsten. Weil der am nächsten am Buch ist. Genauso für den Hobbit. Die sind alle drei scheiße, aber der erste ist noch der ist am besten, geringsten. Genau. Wenigstens scheiße. Ja. Also muss ich jetzt schon wieder meinen Senf abgeben? Ja. Also Leute, nein. Der zweite ist wirklich der schlechteste und der erste ist der beste. Wovon? Vom Hobbit oder vom Herrn der Ringe? Na, Herr der Ringe. Ich finde den ersten am besten. Den zweiten... Oh. Na also, sind wir uns einig. Ich mag sie alle. Aber der zweite ist halt doch sehr schwach, aber der erste ist super, finde ich. Ich fand den dritten aber tatsächlich auch schwächer als den zweiten. Der dritte ist so Hollywood Bam Bam die ganze Zeit nur. Stundenlange Schlachtszenen, da kann ich mir auch 300 angucken. Ach so. Ja, das ist ja schon ein bisschen was anderes. Ja, aber habe ich gemacht, kürzlich. Habe ich gesehen, den zweiten, ne? Wie den zweiten? Achso, weil du hattest nur den einen. Wie ist der zweite? 300, 600. Ja. 600, genau. Wie der erste, aber es ist halt dann schon das zweite Mal und der Überraschungseffekt ist weg. Ja, ich fand den zweiten auch nicht mehr so gut wie den ersten. Aber hatte geile Musik. Wenn das bei Fast and Furious halt wäre, würde der 600. Das stilisierte, mega dramatische, das nutzt sich halt schnell ab, finde ich. Team, was? Na, wenn die es so wie bei Fast and Furious wäre, so, die machen doch auch immer so Spiele mit den Benennungen der Nummern, oder? Der Folgen. Ja. Ich glaube, nur beim zweiten Teil, oder? Oder 301, oder das? Nein, ich glaube, sie haben es nur beim zweiten gemacht. Ach so. 300 Fast and Furious. Genau. Ja. Das ist der zweite. Und dann kam Tokyo Drift, damit war alles dann kaputt. Jetzt diesen aktuellen, den wollte ich mir eigentlich angucken, weil ich von dem Trailer so gut unterhalten war. Den ja, habe ich auch. Sehr unterhaltsam. Ja, muss ich sagen. The Rock und Jason Statham, ne? Ja, genau. Ja, und Dingens hier, der nicht James Bond, ich habe seinen Namen vergessen. Der Idris Elba. Ja. Genau. Heath Ledger. Also nein, so ziemlich Idris jeder Elba. Bis auf 7 Leute oder so. Der, den ich gerne als James Bond gesehen hätte. Ah, Pierce Brosnan. Nein, den habe ich immer wieder den gesehen. Den habe ich sehr gerne gesehen. Weiß ich doch nicht, ob Ben den gesehen hat. Vielleicht hat er keinen mit Pierce Brosnan gesehen. Pierce Brosnan ist so in Post-Bond erst in der Kunst wirklich gestiegen. Ah, ich finde, die wurden halt immer schlechter. Ich mochte den als Bond, der hat für mich total gut gepasst. Golden Eye war halt super. Als dieser englische Schnösel-Typ.
Ich weiß aber nicht, ob GoldenEye mir wegen des Nintendo 64-Spiels so ans Herz gewachsen ist. Mir definitiv nicht. Ich habe es nie gespielt. Ja, ich auch nicht. Es war cool. Aber da war alles gut. Das war ein ganz klassischer Bond-Film. Der Song war ein ganz klassischer Bond-Song von Tina Turner, glaube ich. Und ja, war gut. Die Bösen waren die Russen. Und die Bösen waren die Russen, genau. Alles richtig gemacht. Mein Einstieg hatte ich mit Roger Moore. Ich auch. Mein allererster James Bond war Moonraker. Meiner auch, im Fernsehen, abends, sonntags, abends auf dem ZDF oder so. Ja. Ich glaube, meiner war das erste Mal gesehen. Moonraker, dasselbe Sonntagabend war. Wahrscheinlich. Und wir waren beide bei mir. Auf derselben Couch. Oder Tim war Bens Vater. Ich glaube, wenn, wahrscheinlich eher andersrum. Ich mach dir einfach mal ein Kompliment. Ne? Mein Lieblingsbond ist auch Roger Moore. So. Ja, bei mir Moonraker auch. War toll. Mit dem Beißer und dann diese Schlacht im Weltraum. Und der große Beißer mit dem kleinen blonden Zöpfenmädchen. Ja, wobei genau. Der ja von vielen als Scheiße empfunden wurde, der Moonraker. Ja, der war ja schon sehr abgedreht. Eben. Aber es war halt nach Star Wars. Abgehoben im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Bei mir war es Octopussy mit der Bombe im Zirkus. Ja. Das war mein erster. Den fand ich auch gut, weil der in Deutschland gespielt hat, so lange Zeit. Das war ja, war ja in Ost-Berlin oder irgendwo in Karl-Marx-Stadt oder so, der Zirkus. Was ist Karl-Marx-Stadt? Chemnitz, glaube ich. Chemnitz oder Cottbus, ich weiß. Irgendwas, ja. Eins von den beiden Cs. Mhm. Mhm. Köln. Köln, genau. Köln. Köln. For Your Eyes Only war auch gut. The world is not enough. Das war mit Pierce Brosnan. Stimmt. Weihnachten kommt dieses Jahr zweimal. Hä? Ach nee, Weihnachten kommt. Wie hat er nochmal gesagt? Christmas? Der war mit Christmas? Arnold Schwarzenegger. Achso, nee, es war doch der hier mit, nee, Moment, welcher war das? Das war, glaube ich, GoldenEye mit der Tante aus Starship Troopers. Oder? Weiß ich nicht mehr. Die Christmas hieß mit Vornamen? GoldenEye war die Frau, die Leute in der Mensa mit ihren Beinen erwürgt. In der Mensa, in der Sauna. Nee, das war dann was anderes. Es gab doch diese russische Wissenschaftlerin. War das nicht diese russische Wissenschaftlerin? Die ja, Anatol. Nee, die hieß doch Anatol. Nee, ohne Top. Die mit roten Haaren. Da hat er nämlich den Witz mit gemacht. Mit dem Computer-Hacker. Genau, mit Boris. Ich bin unbesiegbar. Das wollte ich gerade mal gucken. Onatop hieß die. Olga Onatop oder so. Denn mit Sean Bean. Und Sean Bean. Vor allem genau. Sean Bean. Als 006. Stimmt, der dann in diese Satellitenschüssel gefallen ist. Oder 009. Ich weiß nicht mehr. 009 oder so. Ja, Sean Bean ist auf jeden Fall auch gestorben. Natürlich. Verrückt. Und es hat außerdem mitgespielt Samantha Bond. Ah, als Moneypenny, oder? Ja. Ja, die hat ja schon immer. Ja, aber ich wusste nie, wie die heißt. Bond mit ja, Schauspieler. Die heißt Bond miteinander. Das ist ja fast wie, ich habe gestern ein Paper gelesen, das 10 Regeln, also Rules für wissenschaftliches Arbeiten. Nee, es war doch, die Welt ist nicht genug. Dargelegt hat und der Autor hieß Adam Rule. Okay. Und hat es überschrieben mit 10 Rules that rule. One rule to rule them all. Yeah. Oh Gott. Und beim zweiten mit Pierce Brosnan hat Jonathan Pryce den Bösen gespielt, der auch bei Game of Thrones den Mönch da gespielt hat, den Spatz. Mhm, genau, ja. Wir haben sogar einmal einen James-Bond-Film bei uns im Geologiestudium geguckt. Das war der, wo die das Wasser in die San Andreas-Störung reinpumpen. Das ist der letzte mit Roger Moore. Der letzte mit Roger Moore. Der ist doch, das ist doch der mit Sorin, wo Dingens mitspielt. Genau. Grace Jones. Wo die im Eiffel-Tower runterspringen. Ich kann mir diesen Namen ja nie merken, der Tänzer. Diese Geologin da ist, die blonde Geologin. Also ich meinte tatsächlich, die Welt ist nicht genug mit Denise Richards. Ach so. Und das war hieß Christmas? Dr. Christmas Jones. Das ist die aus Starship Troopers. Genau. Und da war der böse Robert Carlyle und Sophie Marceau. Die haben zusammen quasi das böse Duo gespielt. Das ist der aus Trainspotting, oder? Ja, und aus 28 Weeks Later. Der Vater, der dumme Hausmeister, der quasi die Apokalypse auslöst. Ich kann mich besser an Trainspotting erinnern. Ja, das ist auch gut so. Wir müssen doch noch unser James Bond Roger Moore Filmfestival machen. Jan, das hast du ja schon mal vorgeschlagen. Wir gucken alle Roger Moore Bond Filme am Stück. Oh yeah. Ohne Pause. Ohne Pause.
Live auf YouTube. Und zwar wieder sehr gut. Auf dem Heimweg vom Urlaub ist es wirklich jedes Mal erstaunlich, wenn man die Grenze nach Deutschland überquert, kann man zugucken, wie das Internet beschissen wird. Du hast echt in den Niederlanden, du hast auf dem Meer hast du besseres Netz als in Deutschland auf der Autobahn. Ja, dabei ist man auf der Autobahn wahrscheinlich langsamer in Deutschland als auf dem Meer. Nein. Ja, wegen Stau, meinte ich. Ach so, nein, wir hatten keinen Stau. Ich habe auch die Folge noch nicht veröffentlicht, die ich schon letzte Woche Mittwoch fertig geschnitten hatte. Wir sind alle sehr enttäuscht von dir. Was sollen wir dazu noch sagen? Irgendwas stimmt nicht mit dir. Was ist passiert? Ich habe gerade gesagt, es ist alles okay. Ja, finde ich nicht. Für dich vielleicht. Bis auf die Tatsache, dass die Folge nicht veröffentlicht. Hätten wir sie ja nicht im Urlaub, in meinem Urlaub aufnehmen müssen, wenn ich sie nicht veröffentliche. Ja. Ja. Ach, haben wir jetzt einen Schnitt? Ein Loch, ja. Ein Loch. Wir haben mindestens einen Zuhörer verloren. Damit sind wir auf die negativen Zahlen gestoßen. Minus einen. Wir haben jetzt minus 7 Hörer. Insgesamt. Im ganzen Jahr. Sind wir 5, die es hören? Leute laden die Folgen wieder hoch. Sehr gut. Wir haben negativen Traffic. Irgendwann alles wieder im Urknall verschwindet. So. Und alles nur wegen des Zylonensenders. Oh. Dann haben die Zylonen. Mein Chef hatte heute fast einen Herzinfarkt, weil der hat so null Gespür für Dateigrößen und regt sich immer auf, wenn irgendwelche Mandanten uns die Steuerunterlagen halt digital zukommen lassen und das 20 Megabyte sind. Mhm. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich mir am Wochenende ein Assassin's Creed gekauft habe und mir dann 75 Gigabyte für ein Spiel runtergeladen habe. Und das hat ihn sehr aus der Fassung gebracht. Aber das wirft mich gerade auch aus der Fassung. 75 Gigabyte sind Spiele heutzutage. Also GTA 5 hat er auch. Wenn es reicht, 75, ja. Echt? Ja, das hast du auch mal runtergeladen. Das hatte irgendwie 10 oder 15 und dann mit jedem Patch wurde ganz klamm heimlich nochmal das Doppelte runtergeladen. Immer drauf. Kann sein, dass da nochmal das Doppelte runtergeladen wurde, aber der hatte am Anfang schon also es ist ja wahrscheinlich, wird es gepackt geladen, aber nach dem Entpacken hat es 80 Gigabyte. Und da hat er wahrscheinlich so 60 geladen. Ja. Apropos, wir müssen da nochmal die Band zusammentrommeln. Ich glaube auch, der Dalat hat auch schon gefragt, weil da jetzt Casino am Start ist, oder? Oh, ja. Wie ist das so in Blues Brothers? We're getting the band together. Genau. Oder so. Ja. Ja, müssen wir mal machen. Phil, bist du dabei? Ja, ich muss es nochmal runterladen. Aber ich auch. Nee, ich glaub, das dauert ja nicht so lange. Ich hab's noch drauf. Dann hätten wir schon 4. Dalat, Phil, du und ich. Das ist genug für Poker. Ja. Und ich dachte, also wir rauben das aus. Seit ich das letzte Mal mit euch gespielt habe, nicht mehr angefasst. Ich habe keine Ahnung mehr, wie irgendwas funktioniert. Ist doch ganz egal. Das ist egal. Das weiß doch keiner von uns. Ich weiß, wie man eine Fassrolle mit dem Flugzeug macht. Mehr muss ich nicht wissen. Zu Danger Zone. Oh ja. Ja, können wir gerne machen. Jawohl. Halten wir das Wochenende fest? Nee, da kannst du nicht, oder? Deine Freundin da? Sonntag könnte ich. Also meine Freundin fährt so gegen 4 wieder und danach bin ich wieder Strohwitwer. Ja, mal gucken, ob ich am Sonntag arbeiten muss. Ich glaube nicht. Also ich habe jetzt von Donnerstag bis Sonntag Zeit. Sehr gut. Weil Phil macht jetzt 16 Überstunden bis Mittwoch, damit er Donnerstag und Freitag Urlaub machen kann. Das ist sehr klug. Donnerstag muss ich ja gar keinen Urlaub nehmen. Da ist ja Feiertag. Okay. Da ist ja irgendwas passiert. Ich glaube, Christi Himmelfahrt ist das. Maria. Ja, irgendeine Himmelfahrt. Ich habe heute in der Institutsrunde vom neuen Schweizer Feiertag gehört, der irgendwann Anfang September ist. Das sogenannte Knabenschießen. Der 11. September. Ich habe da gefragt, ob Knaben schießen oder ob auf Knaben geschossen wird. Möchte ich wissen, was das bedeutet? Es ist Gott sei Dank Ersteres. Es ist also Knaben, junge Männer schießen und es wird nicht auf junge Männer geschossen. Ah, okay. Okay, das ist geringfügig besser. Aber dann laufen wohl Leute mit ihren Sturmgewehren durch die Stadt. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, so richtig. Die Schweiz, ey. Total Waffennarren, aber wenigstens
bessere Waffenregelung. Habt ihr das auch gesehen, dass in Walmart in den USA oder in manchen jetzt alle Spiele ausgenommen wurden, aber die Waffen noch verkauft werden? Echt? Ja, das ist aber doch alt, oder dieses Meme? Nee, das haben die jetzt nach dem letzten Die Diskussion ist ja auch schon alt, aber sie geht nicht weg. Also. Ja, aber jetzt wurde es ja nochmal aufgewühlt durch die zwei Terroranschläge. Ja, das meine ich ja, dass es einfach nicht tot zu kriegen ist, dass Leute erzählen, dass es... Ja. Aber dann muss ja was dran sein, hä? Gab es da wieder irgendwelche Amokläufe oder was? Hast du das nicht mitgekriegt? Ich höre keine Nachrichten mehr. Es sind halt auch einfach echt viele. Da kann man schon mal einen Überblick verlieren. Also zwei an einem Tag sind aber auch für die USA sportlich. Ah, okay, waren das zwei an einem Tag. Und beide reduziere meinen News-Konsum sowieso und wenn das jetzt vor kurzem war, seit Freitag habe ich nichts mehr mitbekommen. Nee, ich finde das sehr gesund und sehr gut. Ich auch, deswegen mache ich es ja. Aber es war doch vorher. Ach so. Dennoch ist es besser. Aber okay. Also jetzt mal ein bisschen Nachrichten zu fasten. Vor allem, weil die meisten ja auch nur eine Halbwertszeit von einem Tag haben. Warum muss man sich dann sowas überhaupt merken? Eben. Wie die Abwrackprämie für Ölheizung. Gut. Ja, dann. So erfolgreich war Ihr Vorschlag auch bei der Partei. Also damit wir noch gut gelaunt einsteigen können, hier der Wikipedia-Artikel zu den Mass-Shootings in den USA im Jahr 2019. Scroll. Okay. Mal gucken, wie lang die Liste ist. Da fällt mir auch gerade noch... Alter! Deshalb, es ist jetzt nicht wirklich so, es ist nicht schlimm, wenn man da jetzt nicht alle auf dem Schirm hat. Ja, das vor allem das Letzte, was ich hatte, war Dayton, Ohio und El Paso, Texas. Und seitdem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hast du nicht aufgepasst, oder was? Boah, ey. Ja, du kannst mal gucken, zu welchem Datum du das erste Mal, also welches Datum fehlt das erste Mal, an welchem Tag dieses Jahr es keins gab. Hoffentlich bestimmt am 4. Juli. Okay. Ah, ich habe es schon am 29. Juli. Ja, okay, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn es einzelne Tage gibt ohne. Ja, ne, dann ist ja eigentlich alles in Ordnung. Wo keiner getötet wurde, ist ja auch egal. Eine Schätzfrage. Stell mir das so vor wie diese Tafeln auf der Arbeit, so 4 Tage ohne Unfall. Ohne Unfall. Jeden Tag müsste ich die Tafel ändern. Oben ist ja eine Karte und da sieht man, dass wann im Wilden Westen eigentlich ganz safe ist. Ja, wo halt keiner lebt, kann auch wenig gelaufen werden. Oder oben in Kanada, ach so, Moment. Ja. Ach, da oben im Text steht's ja. Zum 31. Juli waren es 248. Ja, das ist okay. Mehr als 1 pro Tag. Krass. 1,2 pro Tag, wow. Was ist deine Schätzfrage? Genau, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich da drauf komme bei dem Thema. Es ist eigentlich was ganz anderes. Ich habe neulich eine Reportage gesehen, da ging es irgendwo um, ich weiß nicht, Kosovo oder irgendwo, wo halt da diese Wurfminen und so abgeworfen wurden im Kosovo-Krieg, dass da immer noch große Bereiche eben durch Minen verseucht sind. Ja. Und dass die Bevölkerung sich da aber mit arrangiert. Man denkt ja dann immer, das wäre dann für die Leute total schrecklich. Aber die wissen halt, wo die liegen und so weiter. Ja. Und dann habe ich mal überlegt, wie das bei uns ist. Bei uns werden ja auch immer noch im Jahr ein paar Bomben gefunden aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich mir überlegt, wie viel denn da wohl im Jahr gefunden werden. Was glaubt ihr? Das ist jetzt die Schätzung. 493. Okay. Ich sag 200. Ja, also alles, egal wie klein und groß, oder? Ja, also ich glaube die, ja genau, alles ist alles. Das muss alles sein. Ja, dann. Also wie oft der Räummitteldienst sozusagen in Aktion treten muss. Boah, keine Ahnung. Warum müssen die auch 600 Granaten raus? Ja, okay. 600. Keine Ahnung, aber dann ist wirklich, wenn es so ist, dann ist es bestimmt viel. Dann würde ich auch mal so sagen, so, na, ich sag jetzt 1100. Okay, da bist du am dichtesten dran. Yay. Boah. 40.000. Nee,
Ich habe jetzt auch so, man hört ja dann ab und zu so von Bombenfunden, wo was evakuiert werden muss. Das sind dann ja irgendwie so ein paar im Jahr, wo man von hört eigentlich. Ja, ja. Aber ich habe dann mal in der Wikipedia nachgesucht und habe einen Artikel gefunden und da wurden gesagt 1800, aber nur gezählt von Januar bis Ende November in Nordrhein-Westfalen. Schlecht. Ich denke auch, dass da auch natürlich so Munitionsfunde und sowas bei ist, vermute ich mal. Ja. Ich habe auch kürzlich einen Artikel gelesen aus Frankreich. Da gibt es so eine Einheit, die speziell nur ein Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg räumen. Und wenn die in dem Tempo weitermachen wie bisher, wird geschätzt, dass das Feld in 700 Jahren frei ist. Alter. Ist das da, wo diese Artilleriesturm der Deutschen war? Weiß gar nicht mehr, wo es war. Ja, da war, es gab ja mehrere, so, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es gab ja mehrere so große Schlachten, wo die über Wochen sich erstmal gegenseitig mit Artillerie zugeballert haben, bevor sie überhaupt angegriffen ist. Und das sind so absurde Mengen. Ja, der Florentin Will hat das mal in einem Moin Moin da auseinander. Das habe ich auch gesehen, wo der im Urlaub war. Das waren irgendwie, weiß nicht, über 100 oder sowas pro Minute oder sowas. Patronen, die dann da eingeschlagen sind. Ja, der Erste Weltkrieg war schon echt richtig, richtig krass, was das angeht. Dadurch, dass es halt so wenig mobil war. Alle mal raushauen. Und dann gibt es ja noch den Vergleich, dass die USA auf Vietnam mehr Bomben geworfen hat, als im gesamten Zweiten Weltkrieg zusammengefallen sind. Ja, und hat es was gebracht? Nö. Nein. Ich habe bestimmt schon mehrfach diese tolle Vietnamkriegsdoku auf Netflix empfohlen. Ja. Ich habe die auch schon geguckt. Ich habe sie ja nicht geguckt, aber ich will sie gucken. Arte hat jetzt auch auf YouTube, die stellen neuerdings viele Dokus auf YouTube und die haben auch keinen. Das ist die, aber in gekürzter Fassung. Ach so. Ah, okay. Also das ist, glaube ich, auch die von Ken Burns, oder? Keine Ahnung. Aber die Social-Media-Type von Arte hat da auch geschrieben, eine unglaublich gute Doku. Die Franzosen waren schuld. Weil die weggelaufen sind. Nee, weil die Kolonialherren waren. Ach so, weil sie weggelaufen sind. Jetzt habe ich verstanden. Ja, das ist die, also die kannst du dann auch auf Netflix gucken, weil da ist sie länger. Ah, okay.